Kochen 11.12.2018 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube. Birnen mit Nusskäsecreme im Bild. Links Zutaten für 4 Personen. 200 Gramm reifer Brie-Käse, 100 Gramm Frischkäse, 4 Essel. Sahne 50 Gramm Walnusskerne, 6 schwarze Oliven, 2 reife Birnen, Klammer auf Alexander Lukas oder Klapsliebling, Klammer zu, 2 Essel. Zitronensaft, frisch gemahlener weißer Pfeffer, 1,5 Kästchen Gartenkresse, schnell pro Person etwa 1900 Kilojoule durch, 450 Kilokalorien, 17 Gramm Eiweiß, 38 Gramm Fett, 10 Gramm Kohlenhydrate, 3 Gramm Ballaststoffe. Zubereitungszeit, 30 Minuten. Den Brie-Käse entrinden, mit einer Gabel fein zerdrücken und mit dem Frischkäse und der Sahne verrühren. Die Walnusskerne auf ein Holzbrett geben und mittelfein hacken. Die Oliven entsteinen und ebenfalls fein zerkleinern. Beide Zutaten mit der Käsecreme mischen. Die Birnen halbieren, schälen, vom Kerngehäuse befreien, in Schnitze teilen, auf Teller verteilen und mit dem Zitronensaft beträufeln. Die Käsecreme neben den Birnen anrichten und mit Pfeffer würzen. Die Kresse mit einer Küchenschere abschneiden. Die Creme und die Birnen damit garnieren. Dazu passt Vollkorntoast, Schafkäse mit Sherry und roten Bohnen im Bild. Rechts Zutaten für 4 Personen, 150 Gramm rote Bohnen, 300 Kubikzentimeter Wasser, 1 große Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 4 Zweige, frischer Thymian, 2 Teel, Kräutersenf, 1 Essel, Balsamessig, 2 Essel, trockener Sherry, 1 Essel, Portwein, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, 4 Essel, kaltgepresstes Olivenöl, 2 Essel. Cremefreiche 200 Gramm Schafkäse, Klammer auf Feta, Klammer zu, raffiniert pro Person etwa 1800 Kilojoule durch, 430 Kilokalorien, 16 Gramm Eiweiß, 28 Gramm Fett, 25 Gramm Kohlenhydrate, 9 Gramm Ballaststoffe. Quellzeit, 8 Stunden. Zubereitungszeit, 11 Zweitelstunden. Marinierzeit, 2 Stunden. Niebungen, 8 Stunden in V dem Wasser einweichen. Dann darin zum Kochen bringen und zugedeckt bei Schwascherhitze etwa 11 Viertelstunden garen. Die Bohnen gegebenenfalls abgießen und abtropfen lassen. Die Zwiebel und die Knoblauchzehen schälen und fein hacken. Die Thymianzweige waschen, trocken schwenken und die Blättchen abstreifen. 36 Zutaten für 4 bis 8 Personen, 200 Gramm Mascarpone, Klammer auf italienischer Frischkäse, Klammer zu, 100 Gramm Sahne, Gorgonzola, Cayenne, Pfeffer, frisch geriebene Muskatnuss, 3 Essel, frisch gehackte, gemischte Kräuter wie Basilikum, Petersilie und Kerbel, 125 Gramm Sahne, 2 Buntradieschen, 4 vollreife Tomaten, Klammer auf etwa 600 Gramm, Klammer zu, 3 Essel. Schnittlauchröhrchen, 3 Essel, Vollkornbrotbrösel. Zubereitungszeit, 15 Minuten. Kühlzeit, 2 Stunden. Fertigstellung, 15 Minuten. Den Mascarpone und den Gorgonzola mit den Quirlen des Handrührgerätes verrühren. Cayenne, Pfeffer, Muskatnuss und die Kräuter darunter mischen. Die Sahne steif schlagen und darunter ziehen. Die Käsecreme zugedeckt im Kühlschrank etwa 2 Stunden kühlen. Die Radieschen und die Tomaten waschen und abtrocknen. Die Radieschen und die Tomaten ohne die Stielansätze in Scheiben teilen. Einen scharfes Esslöffel in heißes Wasser tauchen, die Käsecreme damit eiförmig abstechen und auf Teller legen. Die Radieschen und die Tomaten daneben anrichten. Die Käsecreme mit dem Schnittlauch und den Vollkornbrotbröseln bestreuen. Mein Tipp, als Vorspeise reicht die Käsecreme für 8, als Imbiss für 4 Personen. Auberginen auf Tomatenpüree im Bild. Links Zutaten für 3 Personen, 2 Auberginen, Klammer auf etwa 400 Gramm, Klammer zu, 1 Knoblauchzehe, 100 Kubikzentimeter kaltgepresstes Olivenöl, 500 Gramm vollreife Tomaten, 5 Zweige frischer Oregano, Vollmeersalz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, 2 Essel. Schnittlauchröhrchen für Ungeübte pro Person etwa 1600 Kilojoule durch, 380 Kilokalorien, 4 Gramm Eiweiß, 34 Gramm Fett, 14 Gramm Kohlenhydrate, 8 Gramm Ballaststoffe. Zubereitungszeit, 50 Minuten. Die Auberginen waschen, IV abtrocknen, von den Stielansätzen befreien und der Länge nach in etwa fingerdicke Scheiben schneiden. Die Knoblauchzehe schälen und hacken. Das Öl nach und nach in eine Pfanne erhitzen.
Die Auberginen scheiben portionsweise darin bei schwacher Hitze auf bei den Seiten braten, jeweils herausnehmen und auf eine Platte legen. Wenn alle Auberginen gebraten sind, die Pfanne von der Kochstelle nehmen, das Öl, das sich auf der Platte gesammelt hat, wieder in die Pfanne gießen, den Knoblauch hinzufügen und alles einige Male durchrühren. Die Tomaten mit kochendem Wasser überbrühen, häuten und halbieren. Die Stielansätze entfernen. Die Tomaten fein hacken. Den Oregano waschen, die Blättchen abzupfen und ebenfalls hacken. Die Tomaten mit dem Oregano, dem Knoblauch und dem verbliebenen Öl, Salz und Pfeffermäßchen und auf Teller verteilen. Die Auberginenscheiben darauf anrichten und mit dem Schnittlauch bestreuen. Joghurtcreme mit Gurke und Knoblauch im Bild rechts. Zutaten für 3 Personen: eine Salatgurke, Klammer auf etwa 500 Gramm, Klammer zu, 1 Bund frische Minze, 4 Knoblauchzehen, Vollmeersalz, frisch gemahlene weißer Pfeffer, 1 Essig, Kräuteressig 125 Gramm, fester Joghurt 125 Gramm, Sahnequark 100 Gramm, saure Sahne 1 Teel, kaltgepresstes Olivenöl schnell pro Person etwa 760 Kilojoule durch 180 Kilokalorien, 9 Gramm Eiweiß, 12 Gramm Fett, 10 Gramm Kohlenhydrate, 2 Gramm Ballaststoffe. Zubereitungszeit 25 Minuten. Die Salatgurke schälen und v der Länge nach mit dem Sparschäler in dünne Streifen schneiden, die Minze waschen, die Blättchen abzupfen und fein hacken, die Knoblauchzehen schälen und ganz fein hacken, die Gurkenstreifen mit etwa 1 Esslöffel Minze, 1 Teelöffel Knoblauch, Salz, Pfeffer und dem Essig mischen und ziehen lassen, bis die Joghurtcreme zubereitet ist. Den Joghurt mit dem Quark und der sauren Sahne glatt rühren. Die restliche Minze, den Rest des Knoblauchs und das Olivenöl untermischen. Die Creme mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen und auf Teller verteilen. Die marinierten Gurkenstreifen hübsch darauf anrichten. Dazu passen Vollkornbrötchen mit Butter. Mein Tipp: fertig gekaufter Joghurt ist für die Creme oft zu flüssig. Deshalb sollten Sie ihn gegebenenfalls in einem Sieb, das mit einem Mulltuch ausgelegt ist, etwa 3 Stunden abtropfen lassen. Zutaten für 2 bis 4 Personen: 200 Gramm Zuckerschoten, 1/41 Gemüsebrühe, 1 Essig, milder Weißweinessig, 1 Bund Suppengrün, 1 Lorbeerblatt, 50 Gramm Brunnenkresse, ersatzweise 2 Kästchen Gartenkresse, 2 Seezungenfilets, Klammer auf etwa 150 Gramm, Klammer zu, 2 Essel, Zitronensaft, 1 Eigelb, 2 Essel, kalte Butter, Vollmeersalz, frisch gemahlene weißer Pfeffer. Raffiniert braucht etwas Zeit, bei 4 Personen etwa 770 Kilojoule durch 180 Kilokalorien, 12 Gramm Eiweiß, 11 Gramm Fett, 10 Gramm Kohlenhydrate, 3 Gramm Ballaststoffe. Pro Person Zubereitungszeit 1 Stunde. Nie Zuckerschoten waschen, abtropfen lassen, von den Stiel- und Blütenansätzen befreien, die Gemüsebrühe in 38 in einem Topf zum Kochen bringen, die Zuckerschoten hinzufügen, einmal aufkochen und zugedeckt, bei schwacher Hitze in 2 bis 3 Minuten bis fest garen. Die Schoten mit einem Schaumlöffel herausnehmen, abtropfen lassen, in eine Schüssel geben, mit dem Essig beträufeln und zugedeckt ziehen lassen, bis der Fisch und die Kressecreme zubereitet sind. Das Suppengrün putzen, waschen, grob zerkleinern und mit dem Lorbeerblatt in der Gemüsebrühe zum Kochen bringen. Etwa 15 Minuten sprudelnd kochen lassen. Inzwischen den Backofen auf 50 Grad vorheizen. Sobald diese Temperatur erreicht ist, den Ofen wieder abschalten. Die Brunnenkresse verlesen, waschen und trockentupfen. Die Blättchen abzupfen und unzerkleinert beiseite legen. Die Stiele ganz fein hacken. Wenn Sie Gartenkresse verwenden, die Blättchen abschneiden, die Seezungenfilets kalt abspülen und trocken tupfen, die Brühe durchsieben, alle festen Teile wegwerfen und die Brühe mit dem Zitronensaft einmal aufkochen, den Topf von der Kochstelle ziehen, die Seezungenfilets in die Brühe geben und zugedeckt darin pro Seite 1 Minute ziehen lassen. Den Fisch herausnehmen, auf einen vorgewärmten Teller legen und zugedeckt im Backofen warm halten. Die Brühe in eine Edelstahlschüssel geben und die Schüssel über ein warmes Wasserbad stellen. Das Eigelb mit den Quirlen des Handrührgerätes untermischen. Die Masse über dem Wasserbad zu einer dicken, schaumigen Creme aufschlagen.
Zum Schluss die Butter in Stückchen teilen und nach unterschlagen, bis sie sich vollkommen mit der Creme verbunden hat. Die Creme mit Salz und Pfeffer würzen. Die gehackten Stiele der Brunnenkresse und etwa die Hälfte der Blättchen bzw. die Hälfte der Gartenkresse darunter mischen. Die Zuckerschoten auf Teller verteilen. Die Fischfilets je nach Personenzahl eventuell halbieren und neben den Schoten anrichten. Alles mit der Kressecreme überziehen und mit den restlichen Kresseblättchen bestreut sofort servieren. Dazu passt Vollkorntoast mit Butter. Mein Tipp, als Vorspeise reicht das Gericht für 4, als Hauptmahlzeit für 2 Personen. Den Fisch können Sie durch pochierte Eier oder dünne, gebratene Tofuscheiben ersetzen. Zutaten für 4 Personen, 200 Gramm Creme fraiche 2 Essel, Joghurt 1,5 Teel, Kräutersenf 3 Essel, frisch gehackte, gemischte Kräuter wie Buretschkerbel, Petersilie und Zitronenmelisse, Vollmeersalz, frisch gemahlene weißer Pfeffer 1,5 Teel, kaltgepresstes Walnussöl minus 1 kleine vollreife Tomate, Klammer auf etwa 100 Gramm, Klammer zu, 2 vollreife Avocados, Klammer auf etwa 500 Gramm, Klammer zu, Saft von 1,5 Zitrone, einige Kerbelblättchen zum Garnieren raffiniert für Ungeübte, pro Person etwa 1600 Kilojoule durch 380 Kilokalorien, 4 Gramm Eiweiß, 37 Gramm Fett, 8 Gramm Kohlenhydrate, 3 Gramm Ballaststoffe. Zubereitungszeit, 20 Minuten. Die Creme freiche mit dem Joghurt und dem Kräutersenf verrühren. Die Kräuter darunter mischen. Die Soße mit Salz, Pfeffer und dem Öl abschmecken, die Tomate waschen und kleinwürfeln, den Stielansatz dabei entfernen. Die Avocados halbieren, vom Kern befreien und schälen. Jede Hälfte mit der Höhlung nach unten auf einen Teller legen und mit einem scharfen Messer in dünne Scheibchen schneiden. Die Scheibchenfächer förmlich auseinanderdrücken und mit dem Zitronensaft beträufeln, damit sie sich nicht verfärben. Die Soße über den Avocadoscheiben verteilen und alles mit den Tomatenwürfeln und den Kerbelblättchen garnieren. Mein Tipp, wenn Sie nicht rein vegetarisch essen möchten, können Sie diese leichte Vorspeise mit frischen Krabben oder Streifen von Räucherlachs ergänzen. Zutaten für 2 Personen, 2 Eier, 1,5 Bund Radieschen, 1 kleines Bund Schnittlauch, 50 Gramm Haselnusskerne, 125 Gramm Joghurt, 1 Essel, Sahne, Vollmeersalz, frisch gemahlen weißer Pfeffer 1-2 Essel, Zitronensaft 1,5 Teel, kaltgepresstes Maiskeimöl, eine vollreife Avocado, 4 große beliebige Salatblätter für Ungeübte schnell pro Person etwa 2600 Kilojoule durch 620 Kilokalorien, 16 Gramm Eiweiß, 56 Gramm Fett, 13 Gramm Kohlenhydrate, 4 Gramm Ballaststoffe. Zubereitungszeit, 20 Minuten. Die Eier in kochendem Wasser etwa 8 Minuten hart kochen, kalt abschrecken, schälen und hacken. Während die Eier kochen, die Radieschen waschen, abtrocknen und in Scheiben schneiden. Den Schnittlauch waschen, trocken tupfen und in feine Röhrchen teilen. Die Haselnusskerne grob hacken. Den Joghurt mit der Sahne, den Eiern, den Radieschen, dem Schnittlauch, Klammer auf etwa 1 Teelöffel zum Garnieren zurückbehalten, Klammer zu, und den Nüssen verrühren und mit Salz, Pfeffer, dem Zitronensaft und dem Öl abschmecken. Die Avocado halbieren, den Kern herauslösen, das Fruchtfleisch mit einem Teelöffel herausstechen und unter die Joghurtmischung heben. Die Salatblätter kalt abspülen, trocken schwenken und auf Teller legen. Den Avocadosalat darauf anrichten und mit dem restlichen Schnittlauch garnieren. Dazu passt Vollkorntoast. Canapés mit Käsesalat im Bild vorne. Zutaten für 8 Canapés, 150 Gramm Greiherzer Käse, 1 Bund Radieschen, 1 Bund Schnittlauch, 1 Essel, Sonnenblumenkerne, 2 Essel, cremefreiche Vollmeersalz, frisch gemahlene weiße Pfeffer, Essel, Weißweinessig, 4 Scheiben Vollkorntoastbrot, 20 Gramm weiche Butter, 8 beliebige Salatblätter raffiniert pro Kanape etwa 660 Kilojoule durch 160 Kilokalorien, 7 Gramm Eiweiß, 10 Gramm Fett, 8 Gramm Kohlenhydrate, 1 Gramm Ballaststoffe. Zubereitungszeit, 30 Minuten. Den Käse in kleine Würfel schneiden, die Radieschen waschen, abtrocknen und ebenfalls würfeln. Den Schnitt 40 Tauchwaschen, trocken tupfen und in feine Röhrchen schneiden. Diese Zutaten mit den Sonnenblumenkernen und der Creme freiche mischen. Den Käsesalat mit Salz, Pfeffer und dem Essig abschmecken.
Die Brote toasten mit der Butter bestreichen und diagonal halbieren. Die Salatblätterwaschen trocken tupfen und auf die Brothälften legen. Den Käsesalat darauf verteilen. Knoblauch Croutons mit Tofu Tatar im Bild hinten Zutaten für 8 Croutons, 125 Gramm Tofu mit Kräutern, eine Schalotte, 2 milchsaure Gurken, Klammer auf etwa 60 Gramm, Klammer zu, 100 Gramm körniger Frischkäse, 1 Essel, Kapern 1 Essel, Creme fraiche Vollmeersalz, Cayennepfeffer, 3 Knoblauchzehen, 1/2 kleines, und Petersilie, 2 Essel. Kaltgepresstes Olivenöl, 4 Scheiben Vollkorntoastbrot für Ungeübte pro Kräuton etwa 460 Kilojoule durch 110 Kilokalorien, 4 Gramm Eiweiß, 6 Gramm Fett, 9 Gramm Kohlenhydrate, 1 Gramm Ballaststoffe. Zubereitungszeit, 30 Minuten, in Elektrogrill gegebenenfalls vorheizen. Wenn Sie keinen Grill besitzen, den Backofen auf 250 Grad vorheizen. Den Tofu abtropfen lassen und mit einer Gabel zerdrücken. Die geschälte Schalotte und die abgetropften Gurken fein würfeln. Alle diese Zutaten mit dem Frischkäse, den Kapern und der Creme fraiche locker mischen. Das Tatar mit Salz und Cayennepfeffer abschmecken. Die Knoblauchzehen schälen und ganz fein hacken. Die Petersilie waschen, trocken tupfen und ebenfalls fein zerkleinern. Den Knoblauch, die Petersilie und das Öl mischen und auf den Toastbroten verteilen. Die Brote unter den heißen Grill oder in den Backofen schieben und etwa 5 Minuten rösten. Die Croutons herausnehmen, etwas abkühlen lassen und diagonal halbieren. Das Tofu-Tatar auf den Croutons verteilen. Mein Tipp, mit Kräutern, gewürzten Tofu gibt es in Reformhäusern und Naturkostläden. Bei vakuumverpacktem Tofu eines bestimmten Herstellers sollten Sie genau auf die Packungsaufschrift achten. In Art und Farbe der Verpackung unterscheiden sich nämlich der normale und der gewürzte Tofu kaum voneinander. Canapés mit Käsecreme und Äpfeln im Bild, vorne Zutaten für 8 Canapés, 150 Gramm Gorgonzola, 2 Essel. Sahne 50 Gramm, weiche Butter 75 Gramm, frisch gemahlene Mandeln, 4 Scheiben Vollkornbrot, 2 kleine säuerliche Äpfel, 2 Essel. Zitronensaft schnell pro Canapé etwa 1000 Kilojoule durch 240 Kilokalorien, 7 Gramm Eiweiß minus 18 Gramm Fett, 11 Gramm Kohlenhydrate, 1 Gramm Ballaststoffe. Zubereitungszeit, 15 Minuten, in Gorgonzola mit einer VG-Abel zerdrücken und mit der Sahne und der Butter verkneten. Die Mandeln darunter mischen. Die Brotscheiben mit der Kerngehäuse befreien, in Schnitze teilen und auf dem Käse anrichten. Den Zitronensaft darüber träufeln. Canapés mit Dillcreme im Bild in der Mitte. Zutaten für 8 Canapés, 1 kleines Eigelb, 1 Essel, Zitronensaft 1 Teel, Kräutersenf, Vollmeersalz, frisch gemahlene weißer Pfeffer 60 Kubikzentimeter, kaltgepresstes Maiskeimöl 2 und Dill 2 Essel, Joghurt 8 kleine Scheiben Vollkornbrot, 1/2 Salatgurke, Klammer auf etwa 250 Gramm, Klammer zu, 1 Essel. Himbeere sich für Ungeübte pro Canapé etwa 500 Kilojoule durch 120 Kilokalorien, 2 Gramm Eiweiß, 9 Gramm Fett, 8 Gramm Kohlenhydrate, 1 Gramm Ballaststoffe. Zubereitungszeit, 40 Minuten, nass Eigelb mit dem Zitronensaft, dem Senfsalz, Pfeffer und Öl zur Mayonnaise verrühren, den Dill waschen und trocken tupfen, 8 Zweige abzupfen. Den restlichen Dill fein hacken und mit dem Joghurt unter die Mayonnaise mischen. Die Brote mit der Dillcreme bestreichen. Die Salatgurke schälen, der Länge nach in dünne Streifen schneiden, mit dem Essig, Salz und Pfeffer würzen und auf den Broten verteilen. Die Brote mit den Dillzweigen garnieren. Canapés mit Avocado-Creme im Bild hinten. Zutaten für 8 Canapés, 2 vollreife Avocados, Klammer auf etwa 400 Gramm, Klammer zu, Saft und etwas Schale von 1 unbehandelten Zitrone, 4 Scheiben Vollkorntoastbrot, 75 Gramm gehackte Pistazien pro Canapé etwa 740 Kilojoule durch 180 Kilokalorien, 4 Gramm Eiweiß, 13 Gramm Fett, 11 Gramm Kohlenhydrate, 2 Gramm Ballaststoffe. Zubereitungszeit, 15 Minuten, eine Avocado schälen, vom Kern befreien und mit etwas Zitronensaft im Mixer pürieren. Ein etwa 5 cm langes Stück Zitronenschale abschneiden und in hauchdünne Streifen schneiden.
Die Brote mit der Avocado-Creme bestreichen und diagonal halbieren. Die zweite Avocado halbieren, entkernen, schälen, in Scheiben schneiden und auf den Broten verteilen. Den restlichen Zitronensaft darüber träufeln. Die Pistazien, Salz, Pfeffer, die Zitronenschale und den Kerbel darüber streuen. Zutaten für 4 Personen, 4 große oder 8 kleine Scheiben, Roggenvollkornbrot 100 Gramm Frischkäse 1,5 Bund Radieschen 1 vollreife Fleisch, Tomate, Klammer auf etwa 250 Gramm Klammer zu, 1 Stück Salatgurke, Klammer auf etwa 100 Gramm Klammer zu, 1 Handvoll gemischte frische Kräuter wie Dill, Schnittlauch, Kerbel, Zitronenmelisse und Buretsch, 125 Gramm saure Sahne 1 Essel. Joghurt voll Meersalz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer 1 Teel, Balsamessig 1 Handvoll Senfsprossen. Zutaten für 4 Personen, 4 Eier, 1 Knoblauchzehe 75 Gramm, weiche Butter 1 Essel, frisch gehackte Petersilie 1 Teel, Zitronensaft voll Meersalz, frisch gemahlener weißer Pfeffer 4 Vollkornbrötchen 2 vollreife Tomaten, Klammer auf etwa 300 Gramm Klammer zu, 1 Handvoll Brunnenkresse, ersatzweise 1 Kästchen Gartenkresse 1 Essel, und eine freie Schnellbrühperson etwa 1400 Kilojoule durch 330 Kilokalorien 11 Gramm Eiweiß 24 Gramm Fett 16 Gramm Kohlenhydrate 3 Gramm Ballaststoffe. Zubereitungszeit 15 Minuten. Die Eier in kochendem Wasser in etwa 8 Minuten hart kochen, abschrecken, schälen und grob hacken. Während die Eier kochen, die Knoblauchzehe schälen und ganz fein hacken. Die Butter mit dem Knoblauch, der Petersilie, dem Zitronensaft, Salz und Pfeffer verrühren. Die Brötchen halbieren und jede Hälfte mit Kräuterbutter bestreichen. Die Tomaten waschen, abtrocknen, in Scheiben schneiden, von den Stiel ansetzen, befreien und auf den Brötchenhälften verteilen. Die Brunnenkresse waschen, trocken schwenken und mit dem Wiegemesser hacken, Klammer auf, einige Blättchen zum Garnieren zurückbehalten, Klammer zu, wenn Sie Gartenkresse verwenden, die Blättchen mit einer Küchenschere abschneiden. Die Kresse mit den gehackten Eiern und der gebundene Freiche locker mischen und auf die Brötchen geben. Die Brötchen mit der restlichen Kresse garnieren. Zutaten für 4 Personen, 1 Essel, Senfsamen 1 Essel, Weißweinessig 100 Gramm, weiche Butter 1 Möhre, Klammer auf etwa 150 Gramm, Klammer zu, 1 säuerlicher Apfel, Klammer auf Boskop oder Gravensteiner etwa 200 Gramm, Klammer zu, 50 Gramm Senfsprossen 4 Essel, saure Sahne 1 Prise, frisch geriebene Muskatnuss, frisch gemahlene weißer Pfeffer voll Meersalz 4 Vollkornbrötchen 1 Essel. Frisch gehackte Petersilie raffiniert pro Person etwa 1300 Kilojoule durch 310 Kilokalorien, 4 Gramm Eiweiß, 23 Gramm Fett, 23 Gramm Kohlenhydrate, 3 Gramm Ballaststoffe, Keimzeit der Sprossen, 4 Tage Ruhezeit, 12 Stunden Zubereitungszeit, 15 Minuten. Nie Senfsamen im Mörser fein zerreiben, mit dem Essig mischen und zugedeckt über Nacht stehen lassen. Die Butter mit den Senfsamen verrühren. Die Möhre schälen, waschen, abtrocknen und auf der Rohkostreibe fein raspeln. Den Apfel vierteln, schälen, vom Kerngehäuse befreien und raspeln. Die Sprossen kalt abspülen und trocken tupfen. Die Möhre, den Apfel und die Sprossen mit der sauren Sahne mischen und mit Muskatnuss, Pfeffer und wenig Salz abschmecken. Die Brötchen halbieren und jede Hälfte mit Senfbutter bestreichen. Die Rohkost auf den Brötchen 11/10 verteilen. Die Brötchen mit der Petersilie bestreuen und sofort servieren. Feine Tofu-Creme im Bild links. Zutaten für 4 Personen, 300 Gramm Tofu, 2 Knoblauchzehen, 100 Gramm Sahne, 3 Essel, frisch geriebene Bergkäse, 1 Essel, Zitronensaft voll Meersalz, Cayennepfeffer, 3 Essel, frisch gehackte Petersilie schnell pro Person etwa 780 K1 190stel Kilokalorien 9 Gramm Eiweiß 14 Gramm Fett 5 Gramm Kohlenhydrate 0 Gramm Ballaststoffe. Zubereitungszeit 10 Minuten. In Tofu mit den geschälten 1.0 Knoblauchzehen und der Sahne im Mixer pürieren. Den Bergkäse, den Zitronensaft, Salz, Cayennepfeffer und die Petersilie darunter mischen. Passt zu Vollkornbrot. Frischkäsecreme mit Kresse im Bild in der Mitte. Zutaten für 4 Personen, 200 Gramm Frischkäse minus 50 Gramm, weiche Butter 1 Essel, frisch geriebener Meerrettich 1 Teel, Zitronensaft 1 Handvoll Gartenkresse voll Meersalz,
schnell pro Person etwa 1100 Kilojoule durch, 260 Kilokalorien, 6 Gramm Eiweiß, 26 Gramm Fett, 1 Gramm Kohlenhydrate, 0 Gramm Ballaststoffe. Zubereitungszeit, 10 Minuten in Frischkäse mit der Butter glatt rühren. Die restlichen Zutaten locker darunter mischen und den Aufstrich mit Salz abschmecken. Passt gut zu Vollkornbrot oder Knäckebrot. Eskafe Bohnenpaste im Bild rechts. Zutaten für 4 Personen, 150 Gramm rote Bohnen, 350 Kubikzentimeter Wasser, eine Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 2 vollreife Tomaten, Klammer auf etwa 300 Gramm, Klammer zu, 1 bis 2 getrocknete rote Pfefferschoten, 1 Essel, kaltgepresstes Maiskeimöl, 2 Essel, Rotweinessig voll Meersalz, 1 Essel. Frisch gehackte Petersilie braucht etwas Zeit, pro Person etwa 770 Kilojoule durch, 180 Kilokalorien, 10 Gramm Eiweiß, 5 Gramm Fett, 26 Gramm Kohlenhydrate, 10 Gramm Ballaststoffe. Quellzeit, 8 Stunden. Zubereitungszeit, 2 Stunden Niebungen in dem Wasser, LO 8 Stunden zugedeckt einweichen. Dann einmal aufkochen und zugedeckt bei schwacher Hitze 11 Zweitel Stunden leise kochen lassen. In Zwiebeln die Zwiebel und den Knoblauch schälen und fein hacken. Die Tomaten mit kochendem Wasser überbrühen, häuten und würfeln, dabei die Stielansätze entfernen. Die Pfefferschote von den scharfen Kernen befreien. Das Öl in einer Pfanne erhitzen. Die Zwiebel und den Knoblauch darin glasig braten. Die Tomaten, die abgetropften Bohnen und die Pfefferschote dazugeben. Alles bei starker bis mittlerer Hitze unter häufigem Umrühren schmoren, bis die Flüssigkeit, die sich gebildet hat, wieder verdampft ist. Die Mischung im Mixer pürieren, mit dem Essig und Salz abschmecken und mit der Petersilie bestreut anrichten. Passt gut zu Fladenbroten, Klammer auf Rezeptseite 168, Klammer zu, oder zu Vollkornkrapes. 11 Zutaten für 2 Personen, 1 getrocknete rote Pfefferschote, 1,5 Teel, Gelbwurz, Klammer auf Kurkuma, Klammer zu, 1/A Teel, Kreuzkümmel, Klammer auf Kumin, Klammer zu, 1,5 Teel, Korianderkörner, 1 kleine Möhre, Klammer auf etwa 100 Gramm, Klammer zu, 1 Stück Kohlrabi, Klammer auf etwa 150 Gramm, Klammer zu, 1 Stück Knollensellerie, 1,5 Bund Radieschen, 1,5 Bund Petersilie, 2 Frühlingszwiebeln, 250 Gramm Joghurt, 2 Essel, Sahne, 1 Essel, Zitronensaft voll Meersalz, die Korianderkörner und die Pfefferschote in einer kleinen Pfanne bei schwacher bis mittlerer Hitze rösten, bis die Gewürze intensiv duften. Die Gewürzmischung erkalten lassen, dann im Mörser fein zerreiben. Alle Gemüse, die Petersilie und die Frühlingszwiebeln waschen, gegebenenfalls auch putzen und schälen. Die Möhre, den Kohlrabi und den Sellerie auf der Rohkostreibe raspeln. Die Radieschen in Scheiben schneiden. Die Petersilie hacken, die Frühlingszwiebeln mit etwa 2/3 des zarten Grüns in feine Ringe teilen. Die Gemüse, die Petersilie und die Zwiebelringe, in eine Schüssel geben. Den Joghurt mit der Sahne, dem Zitronensaft und den Gewürzen verrühren und über den Salat gießen. Den Salat mischen und mit Salz abschmecken. Zutaten für 3 Personen, 6 Eier, 500 Gramm vollreife Tomaten, 1 kleine Zwiebel, 100 Gramm Alfalfa-Sprossen, 3 Essel. Gemischte, frisch gehackte Kräuter wie Petersilie, Kerbel, Buretsch, Zitronenmelisse und Pimpinelle, 100 Gramm saure Sahne, 2 Essel, Sahne, 2 Essel, Joghurt, 1 Teel, Kräutersenf, 1 Essel, Zitronensaft oder Sherryessig voll Meersalz, frisch gemahlene weißer Pfeffer für Ungeübte pro Person etwa 1300 Kilojoule durch, 310 Kilokalorien, 20 Gramm Eiweiß, 20 Gramm Fett, 11 Gramm Kohlenhydrate, 4 Gramm Ballaststoffe. Keimzeit der Sprossen, 5 Tage Zubereitungszeit, 20 Minuten. Die Eier in kochendem Wasser in etwa 8 Minuten hart kochen, kalt abschrecken, schälen und hacken. Während die Eier kochen, die Tomaten waschen, abtrocknen und würfeln, dabei die Stielansätze herausschneiden. Die Zwiebel schälen und fein hacken. Die Sprossen kalt abspülen und sehr gut abtropfen lassen. Die Eier, die Tomaten, die Zwiebel, die Sprossen und die Kräuter in eine Schüssel geben. Die saure und die süße Sahne mit dem Joghurt, dem Senf und dem Zitronensaft oder dem Essig verrühren. Die Soße mit Salz und Pfeffer abschmecken, über die Eier gießen und alles vorsichtig mischen.
Dazu passen Vollkornbrötchen und Butter oder auch Pellkartoffeln. Spinatsalat auf China-Art im Bild links. Zutaten für 4 Personen: 4 Shiitake-Pilze, 1 Achtel E-Wasser, 150 Gramm Glasnudeln, 2 Frühlingszwiebeln, 250 Gramm Wurzelspinat, 2 Essel. Kaltgepresstes Sojaöl, 2 Essel. Sherry-Essig, 1 Essel. Sojasauce, eventuell Vollmeersalz, frisch gemahlene weißer Pfeffer, 1 Essel. Frisch gehackte Petersilie, raffiniert, pro Person etwa 660 Kilojoule durch 140 Kilokalorien, 12 Gramm Eiweiß, 5 Gramm Fett, 13 Gramm Kohlenhydrate, 5 Gramm Ballaststoffe. Quellzeit, 5 Stunden. Zubereitungszeit, 30 Minuten. Die Pilze in dem Wasser zugedeckt, 5 Stunden einweichen. Die Glasnudeln von warmem Wasser bedeckt ziehen lassen, bis sie weich sind, abgießen und abtropfen lassen. Die Pilze ohne die harten Stiele in Streifen schneiden. Das Einweichwasser durch eine Kaffeefiltertüte gießen. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in fingerbreite Stücke schneiden. Den Spinat putzen, von den harten Stielen befreien, gründlich waschen und gut abtropfen lassen. Den Spinat auf Tellern anrichten. Das Öl erhitzen. Die Pilze darin bei mittlerer Hitze 3 Minuten braten. Die Glasnudeln und die Frühlingszwiebeln dazugeben, durchrühren und auf dem Spinat verteilen. Das Einweichwasser der Pilze, den Essig und die Sojasauce in die Pfanne gießen, den Bratfond damit lösen und über den Salat träufeln. Den Salat nach Wunsch mit Salz und mit Pfeffer würzen und mit der Petersilie bestreut servieren. Spinatsalat mit Tofuscheiben im Bild rechts. Zutaten für 4 Personen: 250 Gramm Tofu, 2 Essel. Balsamessig, 2 Essel. Trockener Sherry, ersatzweise 1 Essel. Zitronensaft, 150 Gramm Blattspinat, 1 Schalotte, 1 Knoblauchzehe, 1 Essel. Himbeeressig, Vollmeersalz, frisch gemahlene weißer Pfeffer, 4 Essel. Kaltgepresstes Sonnenblumenöl, 1 Teel. Kaltgepresstes Walnussöl, 1 Essel. Gehackte Pistazien, 1 Essel. Schnittlauchröhrchen für Ungeübte, pro Person etwa 980 Kilojoule durch 230 Kilokalorien, 7 Gramm Eiweiß, 20 Gramm Fett, 6 Gramm Kohlenhydrate, 2 Gramm Ballaststoffe. Marinierzeit, 2 Stunden. Zubereitungszeit, 30 Minuten. Einen Tofu in 1,5 cm dicke VS-Scheiben schneiden und mit dem Essig und dem Sherry oder dem Zitronensaft beträufelt 2 Stunden zugedeckt ziehen lassen. Den Spinat verlesen, waschen und trocken schwinken. Die Schalotte und die Knoblauchzehe schälen und fein hacken. Den Himbeeressig mit Salz, Pfeffer, 2 Esslöffeln Sonnenblumenöl und dem Walnussöl verrühren. Das restliche Öl in eine Pfanne erhitzen, die Tofuscheiben portionsweise darin in etwa 3 Minuten goldbraun braten und herausnehmen. Die Tofu-Marinade in die Pfanne geben, die Schalotte und den Knoblauch hinzufügen und einige Sekunden anschwitzen. Die Tofuscheiben auf Teller legen, den Spinat mit der Vinaigrette mischen und neben dem Tofu anrichten, die Schalotten-Knoblauch-Mischung darüber verteilen, den Salat mit den Pistazien, den Tofu mit dem Schnittlauch bestreuen. Zutaten für 6 Personen: 250 Gramm Tofu, 2 Knoblauchzehen, 1 Stück, unbehandelte Zitronenschale, 1 Essel, Zitronensaft, 1 Teel, getrockneter Oregano, 5 Essel. Kaltgepresstes Olivenöl, 1 grüne Paprikaschote, Klammer auf etwa 180 Gramm, Klammer zu, 1 weiße Zwiebel, Klammer auf etwa 100 Gramm, Klammer zu, 1 kleine Salatgurke, Klammer auf etwa 350 Gramm, Klammer zu, 600 Gramm vollreife Tomaten, 10 schwarze Oliven, Vollmeersalz, 1 Prise Zuckerrohrgranulat, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, 3 bis 4 Essel. Milder Obstessig 1 Bund Basilikum pro Person etwa 890 k 1,5-10 Kilokalorien 6 Gramm Eiweiß 16 Gramm Fett 11 Gramm Kohlenhydrate 3 Gramm Ballaststoffe Vorbereitungszeit 10 Minuten Marinierzeit 2 Stunden Zubereitungszeit 20 Minuten Den abgetropften Tofu in etwa 1 cm große Würfel schneiden. Den Knoblauch schälen und in Scheiben schneiden. Die Zitronenschale fein hacken, den Tofu mit dem Knoblauch, der Zitronenschale und dem Saft, dem Oregano und 3 Esslöffeln Olivenöl mischen und zugedeckt 2 Stunden marinieren. Die Paprikaschote vierteln, putzen, waschen und in Streifen schneiden. Die Zwiebel und die Gurke schälen, halbieren und in Scheiben schneiden.
die Tomatenwaschen, abtrocknen und in Schnitze teilen, dabei die Stielansätze entfernen. Alle Salatzutaten und die Oliven mischen. Die Tofuwürfel aus der Marinade nehmen, dabei Knoblauch und Zitronenschale abstreifen. Die Tofu-Marinade mit Salz, dem Zuckerrohrgranulat, Pfeffer, dem Essig und dem Restli-Chen-Öl verrühren und über die Salatzutaten gießen. Den Tofu ohne Fett rundherum goldbraun braten und auf dem Salat verteilen. Das Basilikum-Waschen trocken tupfen, grob zerkleinern und über den Salat streuen. Kohlrabi mit Möhren und Nüssen im Bild links. Zutaten für 3 Personen, eine Kohlrabi-Knolle, Klammer auf etwa 300 Gramm, Klammer zu, 300 Gramm Möhren, 1 Bund Schnittlauch, 100 Gramm Sahne, 100 Gramm saure Sahne, 1 Teel, Kräutersenf, 1 Essel, milder Obstessig, Vollmeersalz, frisch gemahlene weißer Pfeffer, 1 Teel. Kaltgepresstes Walnussöl, 50 Gramm Walnusskerne, schnell für Ungeübte pro Person etwa 1500 Kilojoule durch, 360 Kilokalorien, 8 Gramm Eiweiß, 27 Gramm Fett, 20 Gramm Kohlenhydrate, 6 Gramm Ballaststoffe. Zubereitungszeit, 20 Minuten. Die zarten Kohlrabi-Blättchen verabschneiden, waschen, trocken tupfen und hacken. Die Kohlrabi-Knolle und die Möhrenschälen ebenfalls waschen, abtrocknen und auf der Rohkostreibe raspeln. Den kalt abgespülten Schnittlauch in Röhrchen schneiden. Die süße und die saure Sahne mit dem Senf, dem Essig, Salz, Pfeffer und dem Öl verrühren. Den Kohlrabi mit den Möhren, dem Kohlrabi-Grün und dem Schnittlauch in eine Schüssel geben. Das Sahnedressing darüber gießen und alles mischen. Die Nüsse grob hacken und über die Rohkost streuen. Dazu passen Ofenkartoffeln mit Käsekruste, Klammer auf Rezeptseite 110, Klammer zu, kurz gebratenes Fleisch oder wenn Sie den Salat als Vorspeise servieren, Vollkorntoast mit Butter, Weißkohlsalat mit Orangen im Bild rechts. Zutaten für 6 Personen, ein Kopf Weißkohl, Klammer auf etwa 1 Kilogramm, Klammer zu, 2 große Orangen, Klammer auf etwa 500 Gramm, Klammer zu, 1 kleine Zwiebel, 1 Achtel I Gemüse, 48 Untersprossensalat im Bild links. Zutaten für 4 Personen, 100 Gramm Weizen, Hafer und Buchweizensprossen gemischt, 50 Gramm Linsensprossen und gekeimte Sonnenblumenkerne gemischt, je 1 Handvoll gekeimte Kresse und Senfsprossen, 150 Gramm Paxoi-Blätter, 1 halb Bund Radieschen, 1 kleine rote Zwiebel, Vollmeersalz, 1 Teel, Senf, frisch gemahlene weißer Pfeffer, 3 Essel, milder Obstessig, 5 Essel, kaltgepresstes Sonnenblumenöl raffiniert pro Person etwa 1400 Kilojoule durch, 330 Kilokalorien, 8 Gramm Eiweiß, 24 Gramm Fett, 22 Gramm Kohlenhydrate, 4 Gramm Ballaststoffe. Keimzeit der Sprossen, 4 Tage. Zubereitungszeit, 20 Minuten. Alle Sprossen kalt abspülen und abtropfen lassen. Die Paxoi-Blätter waschen, trocken schwenken und fein schneiden. Die Radieschen waschen, abtrocknen und in Scheiben schneiden. Die Zwiebel schälen und in dünne Ringe teilen. Alle diese Salatzutaten außer der Kresse und den Senfsprossen in einer Schüssel mischen. Salz mit dem Senf, Pfeffer, dem Essig und dem Öl verrühren. Die Marinade über den Salat gießen und erneut mischen. Die Kresse und den Senf über den Salat streuen. Mein Tipp, Paxoi, Klammer auf chinesischer Senfkohl, Klammer zu, sieht ähnlich wie Mangold aus und ist in gut sortierten Gemüseläden erhältlich. Die ganzen Stauden können Sie in Butter dünsten, die Blätter schmecken als Salat. Die Stiele, die bei der Salatzubereitung übrig bleiben, können Sie wie Spargel garen. Wenn Sie keinen Paxoi bekommen, nehmen Sie Mangold oder Spinat. Salat mit Dinkel im Bild rechts. Zutaten für 4 Personen, 100 Gramm Dinkelkörner, knapp 1 Viertel I Wasser, 200 Gramm Zucchini, 250 Gramm vollreife Tomaten, etwa 50 Gramm gemischte frische Kräuter wie Dill, Schnittlauch, Kerbel, Buretschgarten oder Brunnenkresse und Basilikum, 4 Essel, Himbeeressig, 1 Teel, Balsamessig, 1 Teel, Kräutersenf, Vollmeersalz, frisch gemahlene weißer Pfeffer, 5 Essel. Kaltgepresstes Maiskeimöl, braucht etwas Zeit pro Person etwa 1200 Kilojoule durch, 290 Kilokalorien, 5 Gramm Eiweiß,
25 Gramm Fett, 23 Gramm Kohlenhydrate, 2 Gramm Ballaststoffe. Garzeit des Dinkels, 2 Stunden Zubereitungszeit, 20 Minuten im Dinkel mit dem Wasser im Schrägstrich einmal aufkochen und zugedeckt bei schwacher Hitze eine Stunde kochen lassen. Den Topf dann vom Herd ziehen und den Dinkel eins weiteres tun, quellen lassen. Die Zucchini waschen, abtrocknen, von Stiel und Blüten ansetzen, befreien und in Stifte schneiden. Die Tomaten waschen, abtrocknen und würfeln, dabei die Stielansätze entfernen. Die Kräuter verlesen, waschen, trocken, schwenken und grob schneiden, Klammer auf, nur den Schnittlauch in feine Röhrchen teilen, Klammer zu. Den abgetropften, lauwarm abgekühlten Dinkel mit den Zucchini, den Tomaten und den Kräutern mischen. Die beiden Essigsorten mit dem Senf, Salz, Pfeffer und dem Öl verrühren. Die Marinade über den Salat gießen. Feldsalat und Spargel mit Fisch im Bild rechts. Zutaten für 4 Personen: 500 Gramm grüner Spargel, 2 Essel, Wasser, 20 Gramm Butter, Vollmeersalz, eine Prise Zuckerrohrgranulat, ein Stück Seeteufel, Klammer auf, etwa 400 Gramm, Klammer zu, Saft und Schale von 1,5 unbehandelten Zitrone, frisch gemahlener weißer Pfeffer, 3 Essel, Himbeer- oder Sherry-Essig 1 Teel, Balsamessig 1 Teel, Kräutersenf 3 Essel, kaltgepresstes Maiskeimöl 1,5 Handvoll, Kerbel 100 Gramm, Feldsalat raffiniert pro Person etwa 1100 Kilojoule durch 260 Kilokalorien, 18 Gramm Eiweiß, 16 Gramm Fett, 7 Gramm Kohlenhydrate, 5 Gramm Ballaststoffe. Zubereitungszeit 45 Minuten. Den Spargel von eventuell holzigen Enden befreien und waschen. Mit dem Wasser, 1 Teelöffel Butter, Salz und dem Zuckerrohrgranulat in einen festschließenden ovalen Topf geben, bei starker Hitze zum Kochen bringen und zugedeckt 15 bis 20 Minuten garen. Die beiden Seeteufelfilets von der Mittelgräte abschneiden. Die restliche Butter, den Zitronensaft und die hauchdünn geschnittene Schale in eine Pfanne erhitzen, bis die Butter aufschäumt. Die Fischfilets darin bei mittlerer Hitze pro Seite etwa 2 Minuten braten herausnehmen, mit Salz und Pfeffer würzen und mit einem Teller bedecken. Für die Vinaigrette die beiden Essigsorten mit Salz, Pfeffer, dem Senf und dem Öl verrühren. Den Kerbel und den Feldsalat verlesen, waschen und trocken schwenken. Den Fisch in Stücke schneiden, mit dem Spargel auf Tellern anrichten und mit Kerbelblättchen belegen. Den Feldsalat durch die Vinaigrette ziehen und dazulegen. Die restliche Vinaigrette über den Spargel träufeln. Chinakohl mit Pilzen und Krabben im Bild links. Zutaten für 4 Personen: eine frische grüne Pfefferschote, eine Knoblauchzehe, ein Stück Schale und den Saft von 1,5 unbehandelten Zitrone, 3 Essel, kaltgepresstes Sojaöl 1 Essel, Sherry oder Himbeeressig eine Prise, gemahlener Koriander 1 kleiner Chinakohl, Klammer auf, etwa 700 Gramm, Klammer zu, 100 Gramm braune Egerlinge, 150 Gramm Krabben, Vollmeersalz 1 Essel, Schnittlauchröhrchen für Ungeübte raffiniert pro Person etwa 730 Kilojoule durch 170 Kilokalorien, 10 Gramm Eiweiß, 13 Gramm Fett, 5 Gramm Kohlenhydrate, 1 Gramm Ballaststoffe. Zubereitungszeit 30 Minuten. Die Pfefferschote putzen, Leowohn den scharfen Kernen befreien und in Streifen schneiden, den Knoblauch schälen und hacken, die Zitronenschale in hauchfeine Streifen teilen, für das Dressing das Öl in einer Pfanne erhitzen, die Pfanne vom Herd ziehen, die Pfefferschote und den Knoblauch im heißen Öl anschwitzen, die Zitronenschale und den Saft, den Essig und den Koriander darunter mischen, den Chinakohl putzen, waschen und in feine Streifen schneiden, die Egerlinge putzen und blättrig schneiden, die Kohlstreifen, die Pilze, die Krabben und das Dressing mischen, den Salat mit Salz abschmecken und mit dem Schnittlauch bestreuen. Info für Vegetarier: Fisch bzw. Krabben durch gebratenen Tofu ersetzen. Zutaten für 5 Personen: eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, 1 Essel, kaltgepresstes Maiskeimöl, 200 Gramm schwarze Linsen, Klammer auf, Poolinsen, Klammer zu, 1/41 Gemüsebrühe, 250 Gramm Sahne, 3 Essel,
Gebundene Freiche 1 Bund Bohnenkraut voll Meersalz frisch gemahlene weißer Pfeffer 400 Gramm Vollkornnudeln, Klammer auf, fertig gekauft oder selbst gemacht, Klammer zu, für Ungeübte raffiniert pro Person etwa 2700 Kilojoule durch 640 Kilokalorien, 23 Gramm Eiweiß, 26 Gramm Fett, 78 Gramm Kohlenhydrate, 9 Gramm Ballaststoffe. Zubereitungszeit: eine Stunde die Zwiebel und die Knoblauchzehe schälen und fein hacken. Das Öl in einem Topf erhitzen. Die Zwiebel und den Knoblauch darin bei mittlerer Hitze anbraten. Die Linsen hinzufügen und so lange mitbraten, bis sie vom Öl überzogen 64 sind. Die Gemüsebrühe, die Sahne und die gebundene Freiche dazu gießen. Die Linsen zugedeckt bei schwacher Hitze 30 bis 40 Minuten garen, bis sie kernig weich sind. Dabei immer wieder umrühren. Das Bohnenkraut waschen, trocken tupfen, die Blättchen abzupfen und hacken. Die Linsen mit dem Bohnenkraut mischen, mit Salz und Pfeffer abschmecken und warm halten, bis die Nudeln gegart sind. Die Vollkornnudeln in reichlich sprudelnd kochen, dem Salzwasser bis fest garen abgießen, abtropfen lassen und sofort mit den Linsen mischen. Dazu passt frisch geriebene Parmesan oder Pecorino-Käse. Zutaten für 4 Personen: eine vollreife Tomate, Klammer auf, etwa 150 Gramm, Klammer zu, 300 Gramm junge Zucchini, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, 2 Zweige frischer Thymian, 1 Bund Petersilie, 100 Gramm Schafkäse, Klammer auf, fetter, Klammer zu, 1 Essel. Kaltgepresstes Olivenöl, 200 Gramm Sahne, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, Cayennepfeffer, 400 Gramm Vollkornnudeln, Klammer auf, fertig gekauft oder selbst gemacht, Klammer zu, Vollmeersalz, raffiniert pro Person etwa 2700 Kilojoule durch 640 Kilokalorien, 22 Gramm Eiweiß, 28 Gramm Fett, 74 Gramm Kohlenhydrate, 10 Gramm Ballaststoffe. Vorbereitungszeit: 20 Minuten Garzeit, 10 Minuten die Tomate mit kochendem LOW-Wasser überbrühen, häuten und würfeln, dabei die Kerne und den Stielansatz entfernen. Die Zucchini waschen, ebenfalls von Stiel und Blüten ansetzen, befreien und in Stifte schneiden. Die Zwiebel und die Knoblauchzehe schälen und fein hacken. Den Thymian und die Petersilie waschen und trocken schwenken. Die Thymianblättchen abzupfen, die Petersilie fein zerkleinern. Den Schafkäse zerbröckeln. Das Öl in eine Pfanne erhitzen. Die Zwiebel, den Knoblauch und die Zucchini darin anbraten. Die Kräuter, die Tomatenwürfel und die Sahne hinzufügen. Die Zucchini unterrühren in etwa 2 Minuten bis fest garen. Den Schafkäse darunter rühren und erhitzen, aber nicht mehr kochen lassen. Die Zucchini mit Pfeffer und 1 kräftigen Prise Cayennepfeffer abschmecken. Die Nudeln in reichlich kochendem Salzwasser bis fest garen abgießen und abtropfen lassen, mit den Zucchini mischen und sofort servieren. Zutaten für 8 Personen: 4 vollreife Tomaten, Klammer auf, etwa 600 Gramm, Klammer zu, eine Knoblauchzehe voll Meersalz, 200 Gramm Genefreiche, 1 Essel. Saure Sahne 1 kräftige Prise Cayennepfeffer 1 Bund Schnittlauch 1 Zwiebel Y 2 Bund Petersilie 300 Gramm Tofu 2 Essel Sojasauce 1 kleines Ei 2 Essel Sesamsamen 2 Essel fein geriebenes, altbackenes Vollkornbrot 2 Essel frisch geriebener Schabziger, Klammer auf, Schweizer Kräuterkäse mit Boxhornkleeblättern, ersatzweise Parmesankäse, Klammer zu, frisch gemahlener weißer Pfeffer 2 Essel kaltgepresstes Maiskeimöl 8 Vollkornbrötchen 2 Essel Butter 1 Handvoll Blattspinat 1 Handvoll Senfsprossen 1 Essel Weißweinessig 1 Teel Kräutersenf 2 Essel kaltgepresstes Olivenöl 1 Teel kaltgepresstes Walnussöl braucht etwas Zeit pro Person etwa 1500 Kilojoule durch 360 Kilokalorien 10 Gramm Eiweiß 26 Gramm Fett 19 Gramm Kohlenhydrate 4 Gramm Ballaststoffe Keimzeit der Sprossen 4 Tage Zubereitungszeit 11 Viertelstunden zur die Soße 2 Tomaten mit kochendem Wasser überbrühen häuten grob zerschneiden Klammer auf dabei die Stielansät zu entfernen Klammer zu und mit einer Gabel zerdrücken die Knoblauchzehe schälen und mit etwas Salz zerdrücken das Tomatenpüree den Knoblauch die Kräuterfreiche und die saure Sahne verrühren die Soße mit dem Cayennepfeffer kräftig abschmecken
Den Schnittlauch waschen, trocken tupfen, in feine Röhrchen schneiden und unter die Soße mischen. Für die Tofu-Burger die Zwiebel schälen und hacken. Die Petersilie waschen, trocken tupfen und fein zerkleinern. Den Tofu mit einer Gabel zerdrücken. Den Tofu mit der Zwiebel, der Petersilie, der Sojasauce, dem Ei, den Sesamsamen, dem Vollkornbrot, dem Schabziger und Pfeffer zu einem Teig mischen. Den Teig mit der Hand durchkneten, bis er die richtige Bindung hat. Aus dem Teig 8 flache Frikadellen formen. Das Maiskeimöl in einer Pfanne erhitzen. Die Tofu-Burger darin pro Seite etwa 3 Minuten braten, herausnehmen und warm halten. Die restlichen Tomaten waschen und in Scheiben schneiden, dabei die Stielansätze herausschneiden. Die Brötchen halbieren, die unteren Hälften mit der Butter bestreichen und mit den Tomatenscheiben belegen. Den verlesenen Spinatwaschen trocken schwenken und grob zerkleinern. Mit den gewaschenen Senfsprossen mischen. Den Essig mit dem Senf, etwas Salz, Pfeffer, dem Oliven und dem Walnussöl zu einer Fin-Eikrette verrühren und über die Spinatmischung gießen. Alles vorsichtig mischen und auf die Tomatenscheiben häufen. Darauf jeweils 1 Tofu-Burger legen und mit etwa 1 Esslöffel Soße überziehen. Die oberen Brötchenhälften darauf legen und die Tofu-Burger sofort servieren. Die restliche Soße gesondert dazu reichen. Dazu passen außerdem Radieschen oder Rettichscheiben, Zwiebelringe, milchsaures Gemüse und verschiedene Rohkostsalate. Mein Tipp, wenn Sie die Burger lieber mit Fleisch mögen, können Sie den Teig so zubereiten: 500 Gramm gehacktes Lammfleisch, je 1 gehackte Zwiebel und Knoblauchzehe, 1 kleingeschnittene Selleriestange, 1 Ei, 2 Esslöffel gehackte Petersilie, Salz und Pfeffer mischen. Flache Frikadellen formen und pro Seite etwa 3 Minuten braten. Die Frikadellen sollen innen noch rosa und der Sellerie bis fest sei. Waffeln mit Möhren und Lauch im Bild links. Zutaten für 2 bis 3 Personen: eine Kohlrabi-Knolle, Klammer auf, etwa 350 Gramm, Klammer zu, 200 Gramm Möhren, 200 Gramm Lauch, eine Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 1 Bund Petersilie, 200 Gramm Weizenvollkornmehl, 1/41 Milch, 4 Essel. Sahne, 2 Eier, Vollmeersalz, frisch gemahlener weißer Pfeffer, raffiniert bei 3 Personen, etwa 2100 Kilojoule durch 500 Kilokalorien, 21 Gramm Eiweiß, 15 Gramm Fett, 64 Gramm Kohlenhydrate, 10 Gramm Ballaststoffe pro Person. Vorbereitungszeit: 30 Minuten Backzeit, 30 Minuten in Kohlrabi und die Möhren schälen, waschen, abtrocknen und auf der Gemüsereibe fein raffeln. Den Lauch putzen, die ganze Stange längs kreuzweise durchschneiden und waschen. Den Lauch quer in dünne Scheibchen teilen und dabei etwa 2/3 des Lauchgrüns mitverwenden. Die zerkleinerten Gemüse in ein Küchentuch geben und sehr gut auspressen. Die Zwiebel und die Knoblauchzehen schälen und fein hacken. Die Petersilie waschen, trocken tupfen und ebenfalls fein hacken. Das Weizenvollkornmehl mit der Milch, der Sahne, den Eiern, dem Gemüse, der Zwiebel, dem Knoblauch und der Petersilie verrühren. Die Masse mit Salz und Pfeffer würzen. Jeweils 11/2 bis 2 Esslöffel Teig in das erhitzte Waffeleisen geben und jede Waffel etwa 3 Minuten backen. Hefewaffeln mit Zwiebeln im Bild rechts. Zutaten für 3 bis 4 Personen: 250 Gramm Weizenvollkornmehl, 100 Gramm Hafervollkornmehl, 1/2 Päckchen frische Hefe, 300 Kubikzentimeter lauwarme Milch, 100 Gramm zerlassene Butter, 3 Eier, Vollmeersalz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, 200 Gramm Zwiebeln, 2 Zweige frischer Thymian. Gut vorzubereiten bei 4 Personen, etwa 2600 Kilojoule durch 620 Kilokalorien, 20 Gramm Eiweiß, 31 Gramm Fett, 63 Gramm Kohlenhydrate, 6 Gramm Ballaststoffe pro Person. Vorbereitungszeit einschließlich Ruhezeit: 70 Minuten Backzeit, 30 Minuten. Nie beiden Mehlsorten in EJ einer Schüssel mit der zerbröckelten Hefe, der Milch, etwa 2/3 der Butter, den Eiern, Salz und Pfeffer verrühren. Den Teig eine Stunde zugedeckt bei Zimmertemperatur gehen lassen. Inzwischen die Zwiebeln schälen, halbieren und in dünne Scheiben schneiden. Den Thymian waschen, trocken tupfen und die Blättchen von den Stielen streifen. Die restliche Butter in einer Pfanne erhitzen. Die Zwiebeln und den Thymian darin bei mittlerer bis schwacher Hitze unter häufigem Wenden etwa 10 Minuten braten, bis die Zwiebeln weich sind.
die Zwiebeln lauwarm abkühlen lassen, unter den Teig mischen und die Masse im erhitzten Waffeleisen jeweils 3 bis 4 Minuten portionsweise backen. Mein Tipp: Waffeln sollten Sie nicht warm halten, sondern erst bei Tisch backen, damit sie schön knusprig bleiben. 62 Zutaten für 2 bis 4 Personen: 50 Gramm Weizenvollkornmehl, 50 Gramm vollfettes Sojamehl, Vollmeersalz/Zettel, getrockneter Thymian 1/4, Mineralwasser 2 Eier, 200 Gramm Krabben, 200 Gramm Kachundnefreiche 2 Essel, Zitronensaft 2 Essel, Schnittlauchröhrchen 1 Essel, frisch geriebener Meerrettich 1 Essel. Geschlagene Sahne zum Backen: Sonnenblumenöl braucht etwas Zeit, bei 4 Personen etwa 1900 Kilojoule durch 450 Kilokalorien, 21 Gramm Eiweiß, 36 Gramm Fett, 14 Gramm Kohlenhydrate, 3 Gramm Ballaststoffe pro Person. Vorbereitungszeit: 5 Minuten Quellzeit, 5 Stunden Zubereitungszeit, 40 Minuten Nasweizen und das Sojamehl mit Salz, dem Thymian und dem Mineralwasser verrühren, die Eier darunter mischen, den Eierkuchenteig zugedeckt 5 Stunden im Kühlschrank quellen lassen, dann die Krabben kalt abspülen, trocken tupfen und mit der Kachundnefreiche, dem Zitronensaft, dem Schnittlauch, dem Meerrettich und der Schlagsahne mischen, die Krabben mit Salz abschmecken, für die Eierkuchen eine Pfanne erhitzen und mit etwas Öl austreichen. Die Teigmenge für einen dünnen Eierkuchen in die Pfanne geben. Den Kuchen bei mittlerer Hitze an der Unterseite backen, bis er sich leicht vom Pfannenboden löst, wenden und auf der zweiten Seite fertig backen. 8 Eierkuchen backen und jeweils warm halten. Die Krabben auf Teller verteilen und die heißen Eierkuchen daneben anrichten. Info für Vegetarier: Die Krabben durch klein geschnittenes, rohes Gemüse ersetzen. Käse, den Majoran, Pfeffer und Muskatnuss darunter mischen, die saure Sahne und die Milch untermengen, die beiden Mehlsorten hinzufügen und so lange rühren, bis sich alles zu einem glatten Teig verbunden hat, den Teig ruhen lassen, bis der Salat zubereitet ist, die Tomaten waschen, abtrocknen und in etwa 1 cm dicke Scheiben schneiden, dabei die Stielansätze entfernen, die Tomatenscheiben kreisförmig auf eine Platte anrichten. Den Schnittlauch waschen, trocken tupfen, in feine Röhrchen schneiden und über die Tomaten streuen. Die Tomaten mit Salz und Pfeffer würzen, mit dem Essig und dem Öl beträufeln. Das Waffeleisen erhitzen, jeweils 1/2 bis 2 Esslöffel Teig hineingeben und jede Waffel etwa 3 Minuten backen. Zutaten für 4 Personen: 200 Gramm Buchweizen Vollmehl, 1/2 Päckchen frische Hefe, 200 Kubikzentimeter lauwarme Milch, 3 Eier, 75 Gramm zerlassene Butter, Vollmeersalz, 2 vollreife Tomaten, Klammer auf, etwa 200 Gramm Klammer zu, 2 Bund Schnittlauch, 300 Gramm Creme Fraiche, 100 Gramm saure Sahne, Cayennepfeffer zum Backen, 6 bis 7 Essel. Kaltgepresstes Sonnenblumenöl raffiniert pro Person etwa 3700 Kilojoule durch 880 Kilokalorien, 17 Gramm Eiweiß, 71 Gramm Fett, 45 Gramm Kohlenhydrate, 2 Gramm Ballaststoffe. Vorbereitungszeit: 10 Minuten Ruhezeit, 1 Stunde Garzeit, 30 Minuten Nassbuchweizenmehl in eine im Schrägstrich Schüssel geben. Die zerbröckelte Hefe, die Milch, die Eier, die Butter und eine Prise Salz dazugeben und alles zu einem glatten Teig verrühren. Den Teig zugedeckt 1 Stunde gehen lassen. Inzwischen die Tomaten mit kochendem Wasser überbrühen, häuten von den Stielansätzen und den Kernen, befreien und ganz fein würfeln. Den Schnittlauch waschen, trocken tupfen und in feine Röllchen schneiden. Beide Zutaten mit der Creme Fraiche und der sauren Sahne verrühren. Die Schnittlauchsahne mit Salz und Cayennepfeffer abschmecken. Für die Blinis etwa 3 Esslöffel Öl in eine Pfanne erhitzen. Jeweils etwa 2 Esslöffel Teig in die Pfanne geben, zu Küchlein auseinander streichen und bei mittlerer bis schwacher Hitze backen, bis sie an der Unterseite braun sind und sich vom Pfannenboden lösen. Die Blinis wenden und auf der zweiten Seite ebenfalls langsam backen. Das Öl darf dabei nicht zu heiß sein, sonst brechen die Blinis beim Wenden. Die Temperatur ist richtig, wenn die Blinis beim Backen noch etwas aufgehen. Erneut Öl und Teig in die Pfanne geben und sofort verrühren, bis alle Blinis gebacken sind. Die Schnittlauchsahne dazu servieren.
Tortilla mit Tomaten im Bild links. Zutaten für zwei Personen. 1 große festkochende Kartoffel, Klammer auf etwa 200 Gramm, Klammer zu. 1 große Zwiebel, 4 Esslöffel. Kaltgepresstes Maiskeimöl voll Meersalz, frisch gemahlener weißer Pfeffer, eine vollreife Fleischtomate, Klammer auf etwa 200 Gramm, Klammer zu, 3 Eier, 1 Essel, frisch gehackte Petersilie, schnell pro Person etwa 2100 Kilojoule durch 500 Kilokalorien, 15 Gramm Eiweiß, 39 Gramm Fett, 24 Gramm Kohlenhydrate, 5 Gramm Ballaststoffe. Vorbereitungszeit, 10 Minuten Garzeit, 25 Minuten. Die Kartoffel schälen, waschen, in dünne Scheiben hobeln und mit Küchenkrepp trocken tupfen. Die Zwiebel schälen und hacken. Das Öl in einer Pfanne erhitzen. Die Zwiebel darin bei mittlerer Hitze glasig braten. Die Temperatur zurückschalten, die Kartoffelscheiben in die Pfanne geben und so verteilen, dass sie nebeneinander liegen. Mit Salz und Pfeffer würzen und bei schwacher Hitze unter häufigem Wenden in etwa 10 Minuten weich braten. Inzwischen die Tomate häuten und in fingerdicke Scheiben schneiden, den Stielansatz dabei entfernen. Die Eier verquirlen, über die Kartoffeln gießen und die Pfanne schwenken, damit sich die Masse verteilen kann. Die Tomatenscheiben darauf legen. Die Eier bei schwacher Hitze in etwa 10 Minuten stocken. Las Senior die Tortilla an der Unterseite vorsichtig lösen, auf einen Teller gleiten lassen und gewendet wieder in die Pfanne geben. Die Tortilla weitere 5 Minuten braten. Die Tortilla halbieren, auf Tellern anrichten und mit der Petersilie bestreut servieren. Rührei mit Sprossen im Bild rechts. Zutaten für 2 Personen, 300 Gramm beliebige Sprossen, zum Beispiel aus Mungobohnen, Linsen, Weizen und Hafer, 2 Schalotten, 30 Gramm Butter, 200 Gramm Creme fraiche Vollmeersalz, frisch gemahlener weißer Pfeffer, 1 Essel, Zitronensaft, 1/2 und Dill, 4 Eier, 1 Essel, frisch gehackte Petersilie. Preiswert pro Person etwa 3800 Kilojoule durch 900 Kilokalorien, 41 Gramm Eiweiß, 62 Gramm Fett, 45 Gramm Kohlenhydrate, 7 Gramm Ballaststoffe. Keimzeit der Sprossen, 4 Tage. Zubereitungszeit, 25 Minuten. Die Sprossen waschen und farbtropfen lassen. Die Schalotten schälen und fein hacken. 1 Esslöffel Butter in eine Pfanne zerlassen und die Schalotten darin glasig braten. Die Sprossen dazugeben und unterrühren etwa 1 Minute mitbraten. Die Creme fraiche darunter mischen und die Sprossen in weiteren 2 Minuten fertig garen. Das Sprossengemüse mit Salz, Pfeffer und dem Zitronensaft abschmecken. Den Dill waschen, trocken schwenken, fein hacken und darunter mischen. Das Gemüse auf vorgewärmten Tellern warm halten. Die Eier mit wenig Salz, Pfeffer und der Petersilie verquirlen. Die restliche Butter in eine Pfanne nur zerlaufen lassen, aber nicht bräunen. Die Eier in die Pfanne gießen und zugedeckt bei mittlerer bis schwacher Hitze auf der Unterseite stocken lassen. Dann mit einer Gabel durchrühren, bis die Masse zwar nicht mehr flüssig, aber noch saftig und weich ist. Das Rührei neben den Sprossen anrichten. Grüne Bohnen mit Zitronensauce im Bild links. Zutaten für 2 Personen, 500 Gramm grüne Bohnen, 1 Bund Bohnenkraut, 1/81 Gemüsebrühe, 100 Gramm Butter, 1/2 unbehandelte Zitrone, 1 kleines Eigelb, frisch gemahlener weißer Pfeffer, 1 Prise frisch geriebene Muskatnuss, Vollmeersalz. Preiswert pro Person etwa 2100 K1 500stel Kilokalorien, 7 Gramm Eiweiß, 45 Gramm Fett, 17 Gramm Kohlenhydrate, 8 Gramm Ballaststoffe. Zubereitungszeit, 45 Minuten. Die Bohnen waschen, abtropfen lassen und putzen. Das Bohnenkraut waschen und trocken schwenken. Etwa die Hälfte der Blättchen abzupfen und für die Soße beiseite legen. Die Gemüsebrühe zum Kochen bringen. Die Bohnen mit dem Bohnenkraut hinzufügen, einmal aufkochen und zugedeckt in etwa 15 Minuten knackig weich garen. Inzwischen die Bohnenkrautblättchen fein hacken. Die Butter zerlassen und warm halten. Ein Stück Zitronenschale abschneiden und in feine Streifen teilen. Die Zitrone auspressen. Die Bohnen abgehen, die Garflüssigkeit aufwenden. Das Bohnenkraut wegwerfen und die Bohnen auf einer vorgewärmten Platte warm halten. Die Garflüssigkeit mit dem Zitronensaft und dem Eigelb über dem warmen Wasserbad zu einer schaumigen Masse aufschlagen. Die flüssige Butter unter ständigem Weiterschlagen langsam zugeben.
die Zitronenschale und das zerkleinerte Bohnenkraut in die Soße mischen, mit Pfeffer, Muskatnuss und eventuell Salz abschmecken, die Bohnen damit überziehen. Wachsweiche Eier mit Joghurtremoulade im Bild rechts. Zutaten für 4 Personen: 8 Eier, 1 Eigelb, 1 Teel, Kräutersenf, 1 Teel, Zitronensaft, Vollmeersalz, frisch gemahlener weißer Pfeffer, 1/81 kaltgepresstes Sonnenblumenöl, 150 Gramm Joghurt, 1 Frühlingszwiebel, 1 milchsaure Gurke, 1 kleine vollreife Tomate, 1 Essel. Frisch gehackte Petersilie, einige Blättchen Basilikum zum Garnieren raffiniert, pro Person etwa 2100 Kilojoule durch 500 Kilokalorien, 17 Gramm Eiweiß, 46 Gramm Fett, 4 Gramm Kohlenhydrate, 1 Gramm Ballaststoffe. Zubereitungszeit 25 Minuten. Die Eier in kochendem Wasser in etwa 6 Minuten wachsweich kochen, abgießen und kalt abschrecken. Für die Mayonnaise das Eigelb mit dem Senf, dem Zitronensaft, Salz und Pfeffer verrühren. Das Öl zuerst tropfenweise, dann in dünnem Strahl dazu gießen und mit einem Schneebesen kräftig unterschlagen. Den Joghurt darunter mischen. Die Frühlingszwiebel putzen, waschen, trocken tupfen und mit etwa 2/3 ihres Grüns in Ringe schneiden. Die abgetropfte Gurke hacken. Die Tomate waschen, abtrocknen und würfeln, dabei den Stielansatz entfernen. Alle diese Zutaten und die Petersilie unter die Mayonnaise mischen. Die Eierschälen halbieren und mit dem Eigelb nach oben in tiefe Teller legen. Die Joghurtremoulade darüber geben. Das Gericht mit dem Basilikum garnieren. Dazu passen Pellkartoffeln. Zutaten für 4 Personen: 300 Gramm schwarze Bohnen, 650 Kubikzentimeter Wasser, 2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 300 g. Vollreife Tomaten 1 Bund, Suppengrün 2 Essel, kalt, gepresstes Olivenöl 4 junge Maiskolben, 50 Gramm Butter 1 Essel, edelsüßes Paprikapulver 2 Essel, Kräuteressig, Vollmeersalz, Cayennepfeffer 1 Essel, frisch gehackter Majoran, für Ungeübte pro Person etwa 2600 K, 1/620 Kilokalorien, 23 Gramm Eiweiß, 21 Gramm Fett, 82 Gramm Kohlenhydrate, 25 Gramm Ballaststoffe. Quellzeit 8 Stunden, Zubereitungszeit 2 Stunden, Niebungen in dem Wasser 1.08 Stunden zugedeckt einweichen. Dann eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe schälen, zu den Bohnen geben und alles einmal aufkochen. Die Bohnen zugedeckt bei schwacher Hitze in etwa 11/2 Stunden weich kochen. Inzwischen die zweite Zwiebel und Knoblauchzehe schälen und fein hacken. Die Tomaten mit kochendem Wasser überbrühen, häuten und würfeln, dabei die Stielansätze entfernen. Das Suppengrün putzen, waschen und fein zerkleinern. Das Öl in einem Topf erhitzen. Die Zwiebel und den Knoblauch darin glasig braten, die Tomaten, das Suppengrün und die Bohnen mit der Garflüssigkeit dazugeben. Alles bei mittlerer Hitze unter häufigem Umrühren 30 Minuten schmoren. Inzwischen die Maiskolben putzen, waschen und abtrocknen. Die Butter in einer Pfanne erhitzen. Die Maiskolben darin bei mittlerer bis schwacher Hitze unter häufigem Wenden etwa 15 Minuten braten. Auf Teller geben und mit der Bratbutter beträufeln. Die Bohnen mit einem Kartoffelstampfer zerdrücken, mit dem Paprikapulver, dem Essig, Salz und Cayennepfeffer abschmecken. Den Majoran darunter mischen und zu den Maiskolben servieren. Zutaten für 4 Personen: 750 Gramm junge Zucchini 2 Essel, kaltgepresstes Olivenöl, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, 1 Zweig frische Rosmarin, 250 Gramm Quark, 300 Gramm Joghurt 2 Essel. Sahne 1 Bund, Schnittlauch 1/2 Kästchen, Garten, Kresse, Vollmeersalz, 1 Prise Zuckerrohrgranulat 1 Essel, Sesamsamen schnell preiswert, pro Person etwa 1400 Kilojoule durch 330 Kilokalorien, 14 Gramm Eiweiß, 22 Gramm Fett, 17 Gramm Kohlenhydrate, 1 Gramm Ballaststoffe. Zubereitungszeit 25 Minuten. Die Zucchini waschen, abtrocknen, von den Stiel- und Blütenansätzen befreien und der Länge nach in etwa 1 cm dicke Scheiben schneiden. Die Scheiben nebeneinander auf ein Backblech legen, mit dem Olivenöl beträufeln und Zutaten für 3 Personen: 20 Gramm Blauschimmelkäse 2 Essel, Sahne 1 Essel, saure Sahne 1 Essel, Joghurt 1 Essel, Zitronensaft 2 Essel,
Kaltgepresstes Sojaöl, frisch gemahlen weißer Pfeffer, 1 Kiwi, 1 feste, saftige Birne, Klammer auf Alexander Lukas, etwa 200 Gramm, Klammer zu, 250 Gramm junge Möhren, 1 junge Kohlrabi-Knolle, Klammer auf etwa 300 Gramm, Klammer zu, 2 Stangen Staudensellerie mit Blättchen, 1 Essel. Gehackte Pistazien, die Soße mit 1 kräftigen Prise Pfeffer abschmecken. Die Kiwi schälen und in Scheiben schneiden. Die Birne vierteln, schälen, vom Kerngehäuse befreien, in Stücke schneiden und sofort mit der Kiwi mischen. Die Fruchtsäure der Kiwi verhindert, dass sich die Birne verfärbt. Die Möhren schaben, waschen und raspeln. Den Kohlrabi schälen, von eventuell holzigen Stellen befreien und in etwa fingerdicke Stifte schneiden. Die Kohlrabi und die Sellerieblättchen abschneiden, waschen, trocken tupfen und zerkleinern. Die Selleriestangen ebenfalls waschen und in etwa fingerbreite Stücke schneiden. Das Obst und die Rohkost vorsichtig mischen. Die Käsesoße darunter heben. Die Gemüseblättchen und die Pistazien über den Salat streuen. Zutaten für 4 Personen, 5 getrocknete ungeschwefelte Aprikosen, 5 entsteinte ungeschwefelte Dörpflaumen, Saft von 1 großem Orange, 500 Gramm Sauerkraut, 100 Gramm Sahne, 100 Gramm Creme fraiche, 1 Essel. Milder Obstessig, Vollmeersalz, frisch gemahlen weißer Pfeffer, 1 Teel, kaltgepresstes Walnussöl, 50 Gramm Kürbiskerne, 2 Essel, frisch gehackter Kerbel, ersatzweise Petersilie, preiswert, gut vorzubereiten, pro Person etwa 1300 Kilojoule durch, 310 Kilokalorien, 7 Gramm Eiweiß, 22 Gramm Fett, 23 Gramm Kohlenhydrate, 6 Gramm Ballaststoffe, Quellzeit, 4 Stunden Zubereitungszeit, 15 Minuten die Aprikosen und die Dörpflaumen heiß abwaschen und in dem Orangensaft, 4 Stunden zugedeckt ziehen lassen, das Obst herausnehmen und in Stücke schneiden, das Sauerkraut mit einer Gabel zerpflücken und mit dem Obst mischen. Für das Dressing die Sahne mit dem Orangensaft, den das Trockenobst nicht aufgesogen hat, der Creme fraiche dem Essig, Salz, Pfeffer und dem Öl verrühren. Das Dressing unter den Sauerkrautsalat mischen. Den Salat mit den Kürbiskernen und dem Kürbel oder der Petersilie bestreut servieren. Dazu passen Vollkornbrötchen mit Butter oder Frikadellen aus Tofu, Klammer auf Rezept Seite 63, Tofu-Burger ohne Brötchen und Soßen, Klammer zu, oder geschrotetem Getreide, Klammer auf Rezept Seite 172, Reispuffer, Klammer zu. Zutaten für 4 Personen, 1 Paket, tiefgefrorene dicke Bohnen, Klammer auf 300 Gramm, Klammer zu, 1 getrocknete rote Pfefferschote, 1 Viertel I Gemüsebrühe, je 1 grüne, rote und gelbe Paprikaschote, 1 Bund Frühlingszwiebeln, 4 Zweige frischer Thymian, 4 Essel, Himbeeressig, 1 Essel, Honigsenf, eventuell Vollmeersalz, 6 Essel. Kaltgepresstes Olivenöl, schnell pro Person etwa 1400 Kilojoule durch, 330 Kilokalorien, 8 Gramm Eiweiß, 24 Gramm Fett, 21 Gramm Kohlenhydrate, 2 Gramm Ballaststoffe, Zubereitungszeit, 25 Minuten, die dicken Bohnen mit der 6/Pfefferschote und der Gemüsebrühe einmal aufkochen und zugedeckt 20 Minuten, garen. Inzwischen die Paprika-Eschotten putzen, von den Rippen und den Kernen befreien, waschen, trocken tupfen und in Streifen schneiden. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und mit etwa 2/3 des zarten Grüns in feine Ringe schneiden. Den Thymianwaschen trocken tupfen und die Blättchen abzupfen. Die gegarten Bohnen abgießen, die Brühe auffangen, die Pfefferschote wegwerfen. Die Gemüsebrühe mit dem Essig, dem Senf, eventuell Salz und dem Öl verrühren. Die Bohnen mit den Paprikaschoten, den Zwiebelringen, dem Thymian und dem Dressing mischen. Bohnensalat mit Mais im Bild rechts. Zutaten für 4 Personen, 100 Gramm rote Bohnen, 200 Kubikzentimeter Gemüsebrühe, 1 Bund Suppengrün, 1 Lorbeerblatt, 1 Dose Maiskörner, Klammer auf 340 Gramm, Klammer zu, 1 vollreife Fleischtomate, Klammer auf etwa 250 Gramm, Klammer zu, 1 Gemüsezwiebel, Klammer auf etwa 250 Gramm, Klammer zu, 1 Bund Petersilie, 1 Bund Bohnenkraut, 4 Essel. Milder Kräuteressig, 1 Essel, scharfer Senf, eventuell Vollmeersalz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, 6 Essel, kaltgepresstes Maiskeimöl, preiswert,
braucht etwas Zeit pro Person etwa 1800 Kilojoule durch 430 Kilokalorien, 11 Gramm Eiweiß, 25 Gramm Fett, 41 Gramm Kohlenhydrate, 9 Gramm Ballaststoffe. Quellzeit, 8 Stunden Garzeit der Bohnen, 2 Stunden Zubereitungszeit, 15 Minuten die Bohnen mit der Gemüsebrühe übergießen und zugedeckt 8 Stunden einweichen. Das Suppengrün putzen, waschen und zerkleinert mit dem Lorbeerblatt zu den Bohnen. Zutaten für 4 Personen, ein doppeltes Hühnerbrüstchen, Klammer auf etwa 220 Gramm, Klammer zu, 1/2 unbehandelte Zitrone, 1 Handvoll Blätter von Zitronenmelisse, 1 Knoblauchzehe, 4 Essel. Kaltgepresstes Sonnenblumenöl, 1 Kopf Wirsing, Klammer auf etwa 1 Kilogramm, Klammer zu, 2 Essel. Sesamsamen, 4 Essel. Gemüsebrühe, 4 Essel. Milder Obstessig, Vollmeersalz, frisch gemahlene weißer Pfeffer, 1 Essel. Schnittlauchröhrchen raffiniert, braucht etwas Zeit pro Person etwa 1200 k 1/2 90 Kilokalorien, 17 Gramm Eiweiß, 20 Gramm Fett, 10 Gramm Kohlenhydrate, 10 Gramm Ballaststoffe. Zubereitungszeit einschließlich Marinierzeit, 13 Viertelstunden Nashühnerbrüstchen Heuleiten und vom Knochenlöhe Senior etwas Zitronenschale in 54 feine Streifen schneiden. Die Zitrone auspressen. Die Zitronenmelisse waschen, trocken tupfen und grob zerkleinern. Die Knoblauchzehe schälen und hacken. Alle diese Zutaten mit 1 Esslöffel Öl mischen, das Fleisch damit übergießen und zugedeckt eine Stunde marinieren. Dabei einmal wenden. In Zwieschen den Wirsing von den welken äußeren Blättern befreien, vierteln und den Strunk her ausschneiden. Die Wirsingviertel waschen und in Streifen schneiden. Die Sesamsamen in eine Pfanne ohne Fettzugar berösten, bis sie duften, her ausnehmen und beiseite stellen. Die Gemüsebrühe mit dem Essig, Salz und 1 kräftigen Prise Pfeffer verrühren. Das restliche Öl nach und nach in der Pfanne erhitzen. Den Wirsing darin portionsweise bei mittlerer Hitze unter ständigem Umrühren etwa 2 Minuten braten, bis er knackig weich ist. Jeweils herausnehmen und auf Teller verteilen. Das Hühnerbrüstchen aus der Marinade nehmen, die Zitronenschale, die Melisse und den Knoblauch abstreifen. Das Fleisch in der Pfanne bei starker Hitze pro Seite etwa 2 Minuten braten, bis es gerade durchgegart ist. Herausnehmen, quer zur Faser in dünne Scheiben schneiden und auf dem Wirsing anrichten. Die Marinade mit der Zitronenschale, der Melisse und dem Knoblauch in die Pfanne gießen und den Knoblauch glasig werden lassen. Die Essigmischung hinzufügen und den Bratfond damit lösen. Die Mischung über dem Wirsing und dem Fleisch verteilen, den Sesam und den Schnittlauch darüber streuen. Info zur Vollwertkost mit Hühnchen: Sollten Sie diesen Salat nur zubereiten, wenn Sie eine Bezugsquelle für Fleisch von artgerecht gehaltenen Tieren kennen. Andernfalls nehmen Sie Lammfleisch aus der Keule, die Qualität von Lamm ist noch immer gut. Selbstverständlich können Sie auch Rinder- oder Schweinefilet vom Biometzger, Klammer auf Adressenseite, 12 und 218, Klammer zu, verwenden. Trotz des geringen Fleischanteils, sollten Sie den Salat nicht als Vorspeise vor eine Fleisch- oder Fischmahlzeit essen, sondern falls Sie ihn in ein größeres Menü einbauen wollen, ein vegetarisches Hauptgericht mit Hülsenfrüchten oder Getreide wählen. Vegetarier ersetzen das Fleisch durch marinierte gebratene Tofu-Streifen oder durch gebratene Vollkornbrotwürfel und wachsweiche oder pochierte Eier. Zutaten für 4 Personen, je 1 rote und grüne Paprika, Schote, Klammer auf etwa 400 Gramm, Klammer zu, 2 Stangen Sellerie, Klammer auf etwa 100 Gramm, Klammer zu, 1 säuerlicher Apfel, Klammer auf Grevensteiner oder Boskop etwa 200 Gramm, Klammer zu, einige Radicchio-Blätter je 1 Essel, fein geschnittener Dill und Kerbel 2 Essel, Apfelessig, Vollmeersalz, frisch gemahlene weißer Pfeffer 4 Essel. Kaltgepresstes Olivenöl 100 Gramm, Greyerzer Käse für Ungeübte pro Person etwa 1200 Kilojoule durch 290 Kilokalorien, 9 Gramm Eiweiß, 23 Gramm Fett, 12 Gramm Kohlenhydrate, 2 Gramm Ballaststoffe. Zubereitungszeit 25 Minuten, die Paprikaschoten vierteln, 6 Schrägstrich von den Rippen und den Kernen befreien, waschen, trocken tupfen und in feine Streifen schneiden. Das Wurzelende und das Blattgrün der 52 Selleriestangen abschneiden. Das Grün waschen, trocken tupfen und fein hacken.
Die Stänkin ebenfalls waschen, abtrocknen und die groben Rippen mit einem spitzen Messer abziehen. Die Selleriestangen in dünne Streifen schneiden. Den Apfelvierteln schälen, vom Kerngehäuse befreien und in Stifte schneiden. Die Radicchio-Blätter waschen, trocken schwenken und in grobe Streifen schneiden. Alle diese Zutaten, das Selleriegrün, den Dill und den Kerbel, in eine Schüssel geben. Den Essig mit Salz, Pfeffer und dem Olivenöl verrühren, über den Salat gießen und alles vorsichtig mischen. Den Käse raspeln und über den Salat streuen. Zutaten für 4 Personen, 2 Eier, 2 milchsaure Gurken, Klammer auf etwa 75 Gramm, Klammer zu, 75 Gramm Feldsalat, 1 kleiner Kopf Radicchio, Klammer auf etwa 100 Gramm, Klammer zu, 1 kleiner Endiviensalat, Klammer auf etwa 500 Gramm, Klammer zu, 1 Bund Schnittlauch, 1 Essel, Kapern 3 Essel, milder Apfelessig 1 Teel, Honig 1 Teel, scharfer Senf, Vollmeersalz, frisch gemahlener weißer Pfeffer 5 Essel, kaltgepresstes Olivenöl 1,5 Kästchen, Gartenkresse raffiniert pro Person etwa 1100 kcal, eine durch 260 Kilokalorien, 7 Gramm Eiweiß, 22 Gramm Fett, 6 Gramm Kohlenhydrate, 4 Gramm Ballaststoffe. Zubereitungszeit 20 Minuten, nie Eier in kochendem Wasser in etwa 8 Minuten hart kochen. Kalt abschrecken, schälen und hacken. Die Gurken würfeln. Alle Salatsorten putzen, mehrmals gründlich waschen und sehr gut trocken schwenken. Den Radicchio in mundgerechte Stücke zupfen, den Endiviensalat in Streifen schneiden. Die Salate in einer Schüssel mischen. Den Schnittlauch kalt abspülen, trocken tupfen und in Röhrchen schneiden. Mit den Eiern, den Gurken und den Kapern mischen. Für die Fenchelkräuter den Essig mit dem Honig, dem Senf, Salz und Pfeffer verrühren. Das Öl mit einem Schneebesen darunter rühren. Die Fenchelkräuter über den Salat gießen und vorsichtig unterheben. Den Salat auf Teller verteilen und mit der Schnittlaucheimischung bestreuen. Die Kresse mit einer Küchenschere abschneiden. Den Salat damit garnieren. Zutaten für 4 Personen, 200 Gramm Möhren, 1 Bund Frühlingszwiebeln, 200 Gramm junge Zucchini, je 1 kleine rote und grüne Paprikaschote, Klammer auf etwa 200 Gramm, Klammer zu, 300 Gramm vollreife Tomaten, 2 Knoblauchzehen, 2 frische Rosmarinzweige, 1 frischer Salbeizweig, 3 frische Thymianzweige, 250 Gramm Vollkornhörnchennudeln, Vollmeersalz 2 Essel, milder Obstessig 6 Essel. Kaltgepresstes Olivenöl, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer 3 Essel, Schnittlauchröhrchen, preiswert pro Person etwa 2100 Kilojoule durch 500 Kilokalorien, 13 Gramm Eiweiß, 25 Gramm Fett, 56 Gramm Kohlenhydrate, 10 Gramm Ballaststoffe. Vorbereitungszeit 30 Minuten, Garzeit 20 Minuten. Die Möhren schälen, waschen und in mittelgroße Würfel schneiden. Die Frühlingszwiebeln, die Zucchini und die Paprikaschoten putzen, waschen und zerkleinern. Die Zwiebeln mit etwa 2/3 ihres Grüns in 2 cm lange Stücke schneiden. Die Zucchini in fingerdicke Stifte teilen. Die Paprikaschoten in etwa 2 cm breite Streifen schneiden. Die Tomaten mit kochendem Wasser überbrühen, häuten und achteln, dabei die Stielansätze entfernen. Die Knoblauchzehen schälen, die Kräuterzweige waschen. Alle Zutaten in einem Topf vorsichtig mischen und einmal aufkochen. Die Gemüse im verschlossenen Topf etwa 20 Minuten garen. Die Kräuterzweige herausnehmen und dabei die Blättchen mit einer Gabel abstreifen. Während die Gemüse garen, die Nudeln in sprudelnd kochendem Salzwasser bis fest garen. Die Gemüse, die abgetropften Nudeln, den Essig und das Olivenöl mischen. Den Salat mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit dem Schnittlauch bestreut lauwarm servieren. Suppe mit roten Bohnen im Bild links. Zutaten für 4 Personen, 150 Gramm rote Bohnen, 1 i Gemüsebrühe, 1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 1 Lorbeerblatt, 300 Gramm Lammschulter, Klammer auf ohne Knochen, Klammer zu, 1 Bund Suppengrün, 500 Gramm rote Beeten, 1 Teel. Kümmelkörner, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, 200 Gramm saure Sahne, 2 Essel, Schnittlauchröhrchen, preiswert pro Person etwa 1900 Kilojoule durch 450 Kilokalorien, 27 Gramm Eiweiß, 20 Gramm Fett, 40 Gramm Kohlenhydrate, 13 Gramm Ballaststoffe. Quellzeit 8 Stunden, Zubereitungszeit 11/4 Stunden. Nie Bohnen in der Gemüse 1.
0 Brühe 8 Stunden ein Weilchen. Dann die Zwiebel und die Knoblauchzehe schälen mit dem Lorbeerblatt zu den Bohnen geben, alles einmal aufkochen und zugedeckt, bei schwacher Hitze 30 Minuten garen. Die Lammschulter vom Fett befreien, zu den Bohnen geben und 1 weitere Stunde garen. Inzwischen das Suppengrün putzen, waschen und fein zerkleinern. Das Fleisch aus der Suppe nehmen und in mundgerechte Stücke schneiden. Die Zwiebel, das Lorbeerblatt und den Knoblauch entfernen. Die roten Beeten waschen, schälen und in die Suppe raspeln. Das Fleisch, das Suppengrün und den Kümmel hinzufügen. Die Suppe mit Pfefferwürzen einmal aufkochen und auf der abgeschalteten Kochstelle 2 Minuten ziehen lassen. Die saure Sahne mit dem Schnittlauch mischen und zur Suppe servieren. Info für Vegetarier, das Fleisch durch Kartoffeln ersetzen. Suppe mit dicken Bohnen im Bild rechts. Zutaten für 4 Personen, 300 Gramm Lammschulter, Klammer auf ohne Knochen, Klammer zu, eine Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 1 Essel, kaltgepresstes Maiskeimöl, 1 i Gemüsebrühe, 2 Bund Bohnenkraut, 500 Gramm vollreife Tomaten, 1 Paket, tiefgefrorene dicke Bohnen, Klammer auf 300 Gramm, Klammer zu, frisch gemahlener weißer Pfeffer voll Meersalz für Ungeübte pro Person etwa 1400 Kilojoule durch 330 Kilokalorien, 22 Gramm Eiweiß, 19 Gramm Fett, 21 Gramm Kohlenhydrate, 3 Gramm Ballaststoffe. Zubereitungszeit, 11 Viertelstunden. Die Lammschulter vom Fett befreien und in etwa 1 cm breite Streifen schneiden. Die Zwiebel und den Knoblauch schälen und hacken. Das Öl in einem Topf erhitzen. Das Fleisch darin bei starker bis mittlerer Hitze anbraten. Die Zwiebel und den Knoblauch hinzufügen und bei mittlerer bis schwacher Hitze glasig braten. Die Gemüsebrühe, 1 Bund Bohnenkraut waschen und ebenfalls in die Suppe geben. Die Suppe einmal aufkochen und zugedeckt bei schwacher Hitze 40 Minuten garen. Inzwischen die Tomaten häuten und würfeln, dabei die Stielansätze entfernen. Die Hälfte der Tomaten und die dicken Bohnen in die Suppe geben, einmal aufkochen und zugedeckt, bei schwacher Hitze weitere 15 Minuten garen. Das restliche Bohnenkraut waschen, trocken schwenken und fein hacken. Den Rest der Tomaten unter die Suppe mischen und alles nur erhitzen. Die Suppe mit Pfeffer und eventuell Salz abschmecken und mit dem Bohnenkraut bestreut servieren. Maissuppe mit Lamm und Tomaten im Bild links. Zutaten für 4 Personen, 300 Gramm Lammschulter, Klammer auf ohne Knochen, Klammer zu, 500 Gramm vollreife Tomaten, eine Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 1 Essel, kaltgepresstes Maiskeimöl, 1 i Gemüsebrühe, 1 Teel, Gelbwurz, Klammer auf Kurkuma, Klammer zu, 1 Teel, Kreuzkümmel, Klammer auf Kummin, Klammer zu, 1,5 Teel, gemahlene Koriander, eine Dose Maiskörner, Klammer auf 340 Gramm, Klammer zu, Vollmeersalz, Cayennepfeffer, 2 Essel, Schnittlauchröhrchen raffiniert pro Person etwa 1600 Kilojoule durch 380 Kilokalorien, 20 Gramm Eiweiß, 20 Gramm Fett, 31 Gramm Kohlenhydrate, 4 Gramm Ballaststoffe. Vorbereitungszeit, 15 Minuten Garzeit, 1 Stunde. Das Fleisch vom größten Teil des Fetts befreien und in etwa 1,5 cm große Stücke schneiden. Die Tomaten mit kochendem Wasser überbrühen, häuten und würfeln, dabei die Stielansätze entfernen. Die Zwiebel und den Knoblauch schälen und fein hacken. Das Öl in einem Topf erhitzen. Das Fleisch, die Zwiebel und den Knoblauch, darin anbraten. Die Tomaten, die Gemüsebrühe und die Gewürze hinzufügen. Alles einmal aufkochen, dann zugedeckt bei schwacher Hitze 50 Minuten garen. Den Mais auf ein Sieb geben und unter kaltem Wasser gründlich abspülen, um den Zucker zu entfernen, der Dosenmais zugesetzt wird. Den Mais in die Suppe geben und alles weitere 5 Minuten garen. Die Suppe mit Salz und Cayennepfeffer abschmecken und mit dem Schnittlauch bestreut anrichten. Reissuppe mit Lamm im Bild rechts. Zutaten für 4 Personen, 300 Gramm Lammschulter, Klammer auf ohne Knochen, Klammer zu, eine Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 1 Bund Suppengrün, 1 i Wasser, 100 Gramm Naturlangkornreis, Vollmeersalz, 300 Gramm Rosenkohl, 2 Bund Petersilie, 150 Gramm Sahne, frisch geriebene Muskatnuss, frisch gemahlene weißer
Pfeffer braucht etwas Zeit pro Person etwa 1600 Kilojoule durch 380 Kilokalorien, 22 Gramm Eiweiß, 26 Gramm Fett, 26 Gramm Kohlenhydrate, 5 Gramm Ballaststoffe. Vorbereitungszeit: 15 Minuten Garzeit, 1 Stunde Milam-Schulter vom Fettle befreien. Die Zwiebel und den Knoblauch schälen, das Suppengrün putzen und waschen. Alle diese Zutaten in einen Topf geben, mit dem Wasser übergießen und rasch zum Kochen bringen. Das Fleisch nach dem Aufkochen bei schwacher Hitze 25 Minuten sieden lassen. Den Reis und Salz hinzufügen, erneut aufkochen und weitere 15 Minuten bei schwacher Hitze garen. Inzwischen den Rosenkohl putzen und waschen. Den Rosenkohl in die Suppe geben und alles weitere 15 Minuten garen. Das Fleisch würfeln. Die Zwiebel, den Knoblauch und das Suppengrün entfernen. Die Petersilie waschen, trocken tupfen und fein hacken. Das Fleisch, etwa die Hälfte der Petersilie und die Sahne in die Suppe geben, mit Muskatnuss und Pfeffer würzen, bis knapp unter den Siedepunkt erhitzen und auf der abgeschalteten Kochstelle 5 Minuten ziehen lassen. Die Suppe mit der Petersilie bestreuen. Raffiniert pro Person etwa 500 Kilojoule durch 120 Kilokalorien, 9 Gramm Eiweiß, 6 Gramm Fett, 8 Gramm Kohlenhydrate, 3 Gramm Ballaststoffe. Zubereitungszeit: 55 Minuten. Den Backofen auf 150 Grad vorheizen. Die Eier mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss, der Petersilie und der Milch verquirlen. Den Boden und den Rand einer ofenfesten Form mit Butter ausstreichen. Die Eiermasse hineingießen, die Form in ein heißes Wasserbad stellen, in den Ofen schieben und den Eierstich zugedeckt in etwa 45 Minuten stocken lassen. Den Eierstich mit einem spitzen Messer vom Rand der Form lösen, stürzen, in Würfel schneiden und auf Suppenteller verteilen. Während der Eierstich gart, die Gemüsebrühe zum Kochen bringen. Die Zuckerschoten waschen, putzen und etwa 2 Minuten darin garen. Die Suppe über den Eierstich geben. Den Schnittlauch waschen, trocken tupfen, in Röhrchen schneiden und die Suppe damit bestreuen. Info für Vegetarier: Wenn Sie keine Eier essen, marinieren Sie 300 Gramm abgetropften Tofu 2 Stunden in 3 Esslöffeln Sojasauce. Den Tofu in Vollkornmehl wenden, in 1 Esslöffel Sojaöl braten und würfeln. Die Sojasauce, die der Tofu nicht aufgesogen hat, in die Brühe geben. Zutaten für 6 Personen: 11/41 Gemüsebrühe, 100 Gramm Dinkelkörner, 1 Kohlrabi-Knolle, Klammer auf etwa 250 Gramm, Klammer zu, 1 Möhre, Klammer auf etwa 100 Gramm, Klammer zu, 1 Bund Frühlingszwiebeln, 1/41 Sojamilch, 1 Bund Petersilie, Vollmeersalz, frisch gemahlene weißer Pfeffer, 1 Messerspitze Kreuzkümmel, Klammer auf Kummin, Klammer zu. Braucht etwas Zeit pro Person etwa 490 Kilojoule durch 120 Kilokalorien, 6 Gramm Eiweiß, 2 Gramm Fett, 19 Gramm Kohlenhydrate, 2 Gramm Ballaststoffe. Zubereitungszeit: 1 Stunde und 50 Minuten. Nie Gemüsebrühe zum Kochen bringen, den Dinkel hinzufügen, einmal aufkochen und zugedeckt bei schwacher Hitze 1 Stunde garen. Den Dinkel auf der abgeschalteten Kochstelle weitere 45 Minuten quellen lassen. Währenddessen die zarten Kohlrabi-Blättchen abschneiden und beiseite legen. Den Kohlrabi und die Möhre schälen, waschen und in dünne Stifte schneiden. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und mit 2 Dritteln des Zwiebelgrüns in etwa 1,5 cm breite Ringe schneiden. Die Gemüse und die Sojamilch zum Dinkel geben, einmal aufkochen und 5 Minuten garen. Die Kohlrabi-Blättchen und die Europetersilie waschen, trocken tupfen und fein hacken. Die Suppe mit Salz, Pfeffer und dem Kreuzkümmel abschmecken und auf Suppenteller verteilen. Die Kohlrabi-Blättchen und die Europetersilie auf die Suppe streuen. Mein Tipp: Wenn Sie wenig Zeit haben, bereiten Sie die Suppe mit Graupen zu, die nur etwa 25 Minuten Garzeit benötigen. Zutaten für 6 Personen: 1 Schalotte, 1,5 Bund Petersilie, 4 Forellenfilets, Klammer auf etwa 250 Gramm, Klammer zu, 1 Scheibe Vollkorntoastbrot, Schale und Saft von 1/4 unbehandelten Zitrone, 1 kleines Ei Vollmeersalz, frisch gemahlene weißer Pfeffer, 500 Gramm gemischte Suppengemüse wie Möhren,
Petersilienwurzel, Sellerie und Lauch, 1 eine Gemüsebrühe, 1 Handvoll frischer Kerbel, raffiniert pro Person etwa 470 Kilojoule durch, 110 Kilokalorien, 12 Gramm Eiweiß, 3 Gramm Fett, 10 Gramm Kohlenhydrate, 3 Gramm Ballaststoffe. Vorbereitungszeit, 50 Minuten Garzeit, 15 Minuten Nischalotte schälen und IWF einhacken. Die Petersilie waschen und trocken tupfen. Den Fisch mit einer Pinzette von allen Gräten befreien. Den Toast entrinden. Die Petersilie, den Fisch und das Brot im Blitzhacker zerkleinern. Die Masse mit der Schalotte, etwas Zitronenschale, dem Zitronensaft, dem Ei, Salz und Pfeffer zu einem Teig mischen. Die Möhren, die Petersilienwurzel und den Sellerie schälen, waschen und feinwürfeln. Den Lauch putzen, waschen und in Ringe schneiden. Die Gemüsebrühe zum Kochen bringen. Alle Gemüse ausgenommen den Lauch hinzufügen und einmal aufkochen. Vom Fischteig mit 2 Teelöffeln Klößchen abstechen, in die Suppe geben und offen bei schwacher Hitze 5 Minuten ziehen lassen. Die restliche Zitronenschale dünn abschneiden und in feine Streifen teilen. Den Kerbel waschen, trocken tupfen und grob hacken. Den Lauch und die Zitronenschale in die Suppe geben und weitere 5 Minuten garen. Die Suppe mit dem Kerbel bestreut servieren. Info für Vegetarier, die Fischklößchen durch Tofuklößchen, Klammer auf Rezeptseite 140, Klammer zu, ersetzen. Zutaten für 8 Personen, 500 Gramm Kichererbsen, 13 Viertel Liter Wasser, 2 Zwiebeln, 1 Lorbeerblatt, 2 Gewürznelken, 4 Hähnchenschenkel, Klammer auf etwa 800 Gramm, Klammer zu, 400 Gramm gemischte Suppengemüse wie Möhren, Petersilienwurzel, Sellerie und Lauch, 1 Knoblauchzehe, 1 Essel, kaltgepresstes Maiskeimöl, 11 Zweitel Teel, Gelbwurz, Klammer auf Kurkuma, Klammer zu, 1 Teel, Kreuzkümmel, Klammer auf Kumin, Klammer zu, 1 Briefchen Safranfäden je 1 Viertel Teel, gemahlene Koriander und Cayennepfeffer je 1 Messerspitze Nelkenpfeffer und geriebene Muskatnuss 1 kleines, und Petersilie 1 Stück unbehandelte Zitronenschale voll Meersalz raffiniert braucht etwas Zeit pro Person etwa 1400 Kilojoule durch 330 Kilokalorien 27 Gramm Eiweiß 7 Gramm Fett 41 Gramm Kohlenhydrate 5 Gramm Ballaststoffe Quellzeit 8 Stunden Zubereitungszeit 2 Stunden die Kichererbsen mit dem Mehlwasser übergießen und 8 Stunden einweichen. Dann eine Zwiebel schälen und halbieren. Die eine Zwiebelhälfte noch einmal tief ein, aber nicht ganz durchschneiden. Das Lorbeerblatt in den Einschnitt stecken. Die Gewürznelken in die zweite Zwiebelhälfte drücken, so lassen sich die Gewürze mit der Zwiebel nach dem Garen leicht wieder aus der Suppe nehmen. Die Kichererbsen mit dem Einweichwasser und den vorbereiteten Zwiebelhälften zum Kochen bringen und zugedeckt bei schwacher Hitze eine Stunde garen. Die Hühnerschenkel kalt abspülen und zu den Erbsen geben. Die Brühe erneut aufkochen, die Temperatur zurückschalten und die Hühnerschenkel bei schwacher Hitze 40 Minuten sieden lassen. Inzwischen die Möhren, die Petersilienwurzel und den Sellerie schälen, waschen, trocken tupfen und feinwürfeln. Den Lauch putzen, waschen und in etwa 1,5 cm breite Ringe schneiden. Die zweite Zwiebel und die Knoblauchzehe schälen und feinhacken. Das Öl in einer Pfanne erhitzen. Das Suppengemüse, die Zwiebel, den Knoblauch und alle Gewürze, darin unterrühren anschwitzen. Die Hühnerschenkel aus der Brühe nehmen, häuten, entbeinen und in mundgerechte Stücke schneiden. Das Fleisch und die Gemüsemischung in die Suppe geben, bis knapp unter den Siedepunkt erhitzen und auf der abgeschalteten Kochstelle 5 Minuten ziehen lassen. Die Petersilie waschen, trocken schwenken und fein hacken. Die Zitronenschale in feine Streifen schneiden. Die Currysuppe mit Salz abschmecken mit der Petersilie und der Zitronenschale bestreut anrichten. Info für Vegetarier, das Hühnerfleisch weglassen und stattdessen 600 Gramm Kichererbsen verwenden. Noch höher ist der Anteil an pflanzlichem Eiweiß, wenn Sie die Suppe stattdessen mit 250 Gramm Tofu, Klammer auf eventuell mit Kräutern, Klammer zu, zubereiten, den abgetropften Tofu würfeln, mit 3 Esslöffeln Sojasauce mischen und ziehen lassen, während die Suppe gart, dann mit dem Suppengemüse anbraten und in die Suppe mischen. Bohnensuppe mit Bohnenkrautpaste im Bild links Zutaten für 6 Personen, 1 Bund Bohnenkraut, 3 Knoblauchzehen, 1 Essel, Sonnenblumenkerne, 4 Essel,
Kaltgepresstes Olivenöl 75 Gramm, frisch geriebene Parmesankäse 1 Esslöffel. Zitronensaft 750 Gramm, Stangenbohnen 1 i, Gemüsebrühe 200 Gramm, Creme fraiche, frisch gemahlene weißer Pfeffer, braucht etwas Zeit, pro Person etwa 1300 Kilojoule durch 310 Kilokalorien, 9 Gramm Eiweiß, 25 Gramm Fett, 11 Gramm Kohlenhydrate, 4 Gramm Ballaststoffe, Vorbereitungszeit, 1 Stunde Garzeit. 5 Minuten Nasbohnenkraut waschen, Li trocken schwenken und die Blättchen abstreifen. Die geschälten Knoblauchzehen durch die Presse drücken. Die Sonnenblumenkerne in der Mandelmühle fein reiben. Das Bohnenkraut mit dem Knoblauch, den Sonnenblumenkernen, dem Olivenöl, dem Parmesan und dem Zitronensaft in eine Schüssel geben und mit einem Holzlöffel so lange kräftig verreiben, bis sich alle Zutaten zu einer Paste verbunden haben. Die Bohnen waschen, putzen und in feine Scheibchen, teilen, Klammer auf, schnippeln, Klammer zu. Die Gemüsebrühe zum Kochen bringen, die Bohnen darin einmal aufkochen und zugedeckt bei schwacher Hitze 5 Minuten garen. Die Creme fraiche hineinrühren und nur erhitzen. Die Suppe mit Pfeffer abschmecken und auf Teller verteilen. Die Bohnenkrautpaste gesondert dazu reichen. Tomatensuppe mit Zucchini im Bild rechts. Zutaten für 4 Personen: 600 Gramm vollreife Tomaten, 400 Gramm junge Zucchini, eine Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 2 Essel, kaltgepresstes Olivenöl 1/2, eine Gemüsebrühe minus 100 Gramm Creme fraiche, Vollmeersalz, frisch gemahlener weißer Pfeffer, eine Prise Zuckerrohrgranulat, 1/2 Bund Petersilie, 2 Scheiben Vollkorntoastbrot, schnell pro Person etwa 1100 Kilojoule durch 260 Kilokalorien, 6 Gramm Eiweiß, 16 Gramm Fett, 23 Gramm Kohlenhydrate, 4 Gramm Ballaststoffe, Vorbereitungszeit 30 Minuten, Garzeit 10 Minuten, die Tomaten mit kochendem Wasser überbrühen, häuten und würfeln. Dabei die Stielansätze entfernen. Die Zucchini waschen, abtrocknen und putzen. 1 Zucchini beiseite legen, die anderen in bleistiftdicke Stifte schneiden. Die Zwiebel und den Knoblauch schälen und fein hacken. Das Öl in einem Topf erhitzen. Die Zwiebel und den Knoblauch darin bei schwacher Hitze unterrühren, anbraten. Die Tomaten dazugeben und etwa 5 Minuten schmoren. Die Gemüsebrühe und die Creme fraiche hinzugeben. Die Suppe mit Salz, Pfeffer und dem Zuckerrohrgranulat würzen und einmal aufkochen. Die Zucchini-Stifte darunter mischen. Die Suppe zugedeckt bei schwacher Hitze etwa 2 Minuten kochen lassen, bis die Zucchini bissfest sind. Den restlichen Zucchini raspeln. Die Petersilie waschen und fein hacken. Das Brot rösten und würfeln. Die Suppe mit den Zucchini-Raspeln, der Petersilie und den Brotwürfeln, bestreut servieren. Zutaten für 4 Personen: 4 Shiitake-Pilze, 1/41 Wasser, 50 Gramm Tofu, 1 Essel, Sojasauce, 400 Gramm gemischte Gemüse wie Möhren, Kohlrabi und Zuckerschoten, Klammer aufgeputzt gewogen, Klammer zu, 2 hellgrüne Blätter Endivien-Salat, 1/2 Bund Schnittlauch, 1 i Gemüsebrühe, 1/2 Essel. Kaltgepresstes Maiskeimöl für Ungeübte, pro Person etwa 500 k 120 Kilokalorien, 7 Gramm Eiweiß, 4 Gramm Fett, 14 Gramm Kohlenhydrate, 6 Gramm Ballaststoffe, Quell- und Marinierzeit, 5 Stunden Vorbereitungszeit, 20 Minuten Garzeit, 10 Minuten die Pilze in dem Wasser 1405 Stunden zugedeckt einweichen. Den abgetropften Tofu mit der Sojasauce beträufeln und zugedeckt ebenso lange marinieren. Die Pilze kalt abspülen, abtropfen lassen, von den harten Stielen befreien und in etwa 1,5 cm breite Streifen schneiden. Das Einweichwasser durch eine Kaffeefiltertüte gießen. Den Tofu in etwa bleistiftdicke Stifte schneiden. Die Gemüseputzen waschen und zerkleinern, die Möhren und die Kohlrabi in streichholzdünne Stifte, die Zuckerschoten schräg in millimeterdünne Streifen schneiden, die Salatblätter und den Schnittlauch waschen und trocken tupfen, die Blätter nudelig schneiden, den Schnittlauch in etwa 2 cm lange Röllchen teilen, die Gemüsebrühe und das Einweichwasser der Pilze in einem Topf bis knapp unter den Siedepunkt erhitzen, das Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Die Pilze darin bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren 5 Minuten braten.
den Tofu und die Gemüse dazu gedrehen und nur kurz mitbraten, bis 1.1 von einem dünnen Ölfilm erzogen ist. Die Gemüsemischung und die Salatstreifen in Suppenteller geben. Die weiße Brühe darüber schöpfen. Die Suppe mit den Schnittlauchröllchen bestreuen. Zutaten für 6 Personen, 500 Gramm Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 500 Gramm Suppengemüse wie Lauch, Petersilienwurzel, Möhren, Knollen und Staudensellerie, gemischt 750 Gramm vollreife Tomaten, 500 Gramm festfleischiges Fischfilet wie Steinbutt, Goldbarsch oder Seeteufel 2 und Petersilie 1/81 kaltgepresstes Olivenöl, 11/41 Gemüsebrühe, 1/4 I trockene Weißwein. Ersatzweise 200 Kubikzentimeter Gemüsebrühe und Saft von 1/2 Zitrone, 4 weiße Pfefferkörner, 2 Wacholderbeeren, 1 Lorbeerblatt, 1 Stück, unbehandelte Zitronenschale, 1 Briefchen Safranfäden, 250 Gramm Vollkornbrot in etwa 1/2 cm dicken Scheiben, Vollmeersalz, 1 Prise Zuckerrohrgranulat, 80 b braucht etwas Zeit pro Person, etwa 2100 Kilojoule durch 500 Kilokalorien, 23 Gramm Eiweiß, 26 Gramm Fett, 37 Gramm Kohlenhydrate, 8 Gramm Ballaststoffe. Vorbereitungszeit, 50 Minuten Garzeit, 30 Minuten die Zwiebeln schälen, halbieren und in dünne Scheiben schneiden. Die Knoblauchzehen schälen und grob hacken. Das Suppengemüse putzen bzw. schälen, waschen und in kleine Stücke schneiden, Klammer auf, die Blättchen der Selleriestange zum Bestreu in der Suppe beiseite legen, Klammer zu. Die Tomaten mit kochendem Wasser überbrühen, häuten und würfeln, die Stielansätze dabei entfernen. Den Fisch kalt abspülen, trocken tupfen und in etwa 1 cm breite Streifen schneiden. Von 1 Bund Petersilie die Stiele abschneiden, waschen und fein hacken. 5 Esslöffel Olivenöl in einem großen Topf erhitzen. Die Zwiebelscheiben darin bei mittlerer Hitze unter häufigem Wenden glasig braten. Das Suppengemüse dazugeben und etwa 5 Minuten unterrühren, anrösten. Die Tomaten, den Knoblauch und die gehackten Petersilienstiele hinzufügen und alles weitere 5 Minuten schmoren. Die Gemüsebrühe und den Weißwein dazugießen. Die Pfefferkörner, die Wacholderbeeren, das Lorbeerblatt und die Zitronenschale in die Suppe geben. Den Safran zwischen den Fingern zerreiben und hineinstreuen. Die Suppe einmal aufkochen und zugedeckt bei schwacher Hitze 10 Minuten kochen lassen. Inzwischen die Brotscheiben jeweils diagonal durchschneiden. Das restliche Olivenöl in eine Pfanne erhitzen. Die Brotstücke darin bei mittlerer Hitze auf beiden Seiten goldbraun und knusprig braten, jeweils wieder herausnehmen und auf Suppenteller verteilen. Das zweite Bund Petersilie waschen, trocken tupfen, die Blättchen abzupfen und mit den übrig behaltenen Blättchen vom ersten Bund fein hacken. Die Fischstücke in die Suppe geben und zugedeckt einige Minuten darin ziehen lassen, Steinbutt und Goldbarsch brauchen etwa 2, Seeteufel etwa 4 Minuten zum Garen. Die Suppe mit Salz und dem Zuckerrohrgranulat abschmecken. Die Hälfte der Petersilie darunter mischen. Die Suppe über die gerösteten Brotscheiben geben, mit der restlichen Petersilie bestreuen und sofort servieren. Info für Vegetarier, den Fisch durchgewürzte Tofu-Klößchen, Klammer auf Rezeptseite 140, Klammer zu, ersetzen. Zutaten für 3 Personen, eine Aubergine, Klammer auf etwa 200 Gramm, Klammer zu, 400 Gramm vollreife Tomaten, eine Zwiebel, 3 Knoblauchzehen, 4 Zweige frischer Thymian, 1 Bund Petersilie, 6 Essel, kaltgepresstes Olivenöl, 100 Gramm Sahne, 40 Gramm frisch geriebene Bergkäse, Vollmeersalz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, 350 Gramm Vollkornnudeln, Klammer auf, fertig gekauft oder selbst gemacht, Klammer zu, für Ungeübte pro Person etwa 3800 Kilojoule durch 900 Kilokalorien, 26 Gramm Eiweiß, 49 Gramm Fett, 89 Gramm Kohlenhydrate, 16 Gramm Ballaststoffe. Vorbereitungszeit, 30 Minuten Garzeit, 15 Minuten die Aubergine waschen, abtrocknen, vom Stielansatz befreien und würfeln. Die Tomaten mit kochendem Wasser überbrühen, häuten und ebenfalls würfeln, dabei die Stielansätze herausschneiden. Die Zwiebel und die Knoblauchzehen schälen und getrennt sehr fein hacken. Den Thymian und die Petersilie waschen und trocken schwenken. Die Thymianblättchen abzupfen. Die Petersilie fein zerkleinern.
2 Esslöffel Öl in eine Pfanne erhitzen. Die Zwiebel und den Thymian darin bei mittlerer Hitze anbraten. Die Aubergine und die Tomaten hinzufügen und unterrühren etwa 3 Minuten schmoren. Die Sahne und den Käse darunter mischen und noch einmal erhitzen. Das Gemüse eventuell mit Salz und mit 1 kräftigen Prise Pfeffer abschmecken und zugedeckt warm halten. Die Nudeln in reichlich Salzwasser bis fest garen. Währenddessen das restliche Öl in einem kleinen Topf heiß werden lassen. Den Knoblauch und die Petersilie hinzufügen und darin auf der abgeschalteten Kochstelle ziehen lassen, bis die Nudeln gegart sind. Die Nudeln abgießen, abtropfen lassen, mit dem Knoblauchöl mischen und auf Teller verteilen. Das Gemüse darauf anrichten. Zutaten für 4 Personen, 150 Gramm frischer Lachs, 1 Schalotte, 1 Handvoll frischer Kerbel, 1 Essel. Butter 1 Achtel I trockene Weißwein, Fischfond oder Gemüsebrühe 250 Gramm Sahne voll Meersalz 1 Essel, Zitronensaft frisch gemahlene weißer Pfeffer 400 Gramm selbst gemachte breite Vollkornnudeln, Klammer auf Rezept, Seite 67 Klammer zu, pro Person etwa 2900 Kilojoule durch 690 Kilokalorien 24 Gramm Eiweiß 32 Gramm Fett 69 Gramm Kohlenhydrate 9 Gramm Ballaststoffe Zubereitungszeit 35 Minuten den Lachs vom Fischhändler häuten und filetieren Lars Senior mit einer Pinzette sämtliche Gräten entfernen. Den Lachs in etwa 1 cm breite Streifen schneiden, die Schalotte schälen und hacken. Den Kerbel verlesen, waschen, trocken. Butter in einem weiten Topf zerlassen, aber nicht bräunen. Die Schalotte darin bei mittlerer Hitze anschwitzen. Den Wein, den Fischfond oder die Gemüsebrühe, sowie die Sahne nach und nach dazu gießen und unter häufigem Umrühren auf etwa die Hälfte einkochen lassen. Während die Sahne kocht, reichlich Wasser mit Salz für die Nudeln zum Kochen bringen. Die Soße mit dem Zitronensaft und Pfeffer abschmecken. Die Nudeln in dem sprudelnd kochenden Wasser nach dem Aufkochen etwa 1 Minute garen. Parallel dazu den Lachs in die Soße geben, den Topf zudecken und von der Kochstelle ziehen. Den Lachs etwa 30 Sekunden in der Soße ziehen Lars Senior, den Kerbel darüber streuen. Die abgetropften Nudeln vorsichtig mit dem Lachsmieschen und auf vorgewärmten Tellern sofort servieren. Zutaten für 4 Personen, 200 Gramm Tofu, 200 Gramm Sahne, 1 Briefchen Safranfäden, 1 Paket, tiefgefrorene Erbsen, Klammer auf 300 Gramm, Klammer zu, Vollmeersalz, 400 Gramm Vollkornspaghetti, Klammer auf, fertig gekauft oder selbst gemacht, Klammer zu, 2 Essel. Zitronensaft, frisch gemahlene weißer Pfeffer, 75 Gramm frisch geriebene Parmesankäse, 1 Essel. Frisch gehackte Petersilie pro Person etwa 2800 Kilojoule durch 670 Kilokalorien 31 Gramm Eiweiß, 26 Gramm Fett 77 Gramm Kohlenhydrate 9 Gramm Ballaststoffe Zubereitungszeit 30 Minuten den abgetropften Tofu mit der Sahne im Mixer pürieren, in einen Topf geben und zum Kochen bringen. Die Mischung bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren um etwa 1/3 einkochen lassen. Den Safran zwischen den Fingern zerreiben und mit den gefrorenen Erbsen in die Sahne geben. Die Sahne erneut aufkochen und die Erbsen in etwa 5 Minuten garen. Inzwischen für die Spaghetti Wasser mit Salz zum Kochen bringen. Die Spaghetti im sprudelnd kochenden Wasser bis fest garen. Die Soße mit dem Zitronensaft und Pfeffer abschmecken. Den Parmesan-Käse und die Petersilie hineinrühren. Die gegarten Spaghetti abgießen, sehr gut abtropfen lassen, mit der Soße mischen und auf vorgewärmten Tellern sofort servieren. Dazu passt gemischter Salat oder Gemüserohkost. Roggennudeln mit Spinat im Bild links. Zutaten für 4 Personen, 200 Gramm Roggenvollkornmehl, Vollmeersalz, 2 Eier, 2 Essel. Kaltgepresstes Sojaöl 2 bis 4 Eigelbe 500 Gramm Wurzelspinat 1 Zwiebel 1 Knoblauchzehe / 41 Sojamilch 2 Essel
Sahne, frisch gemahlene weißer Pfeffer, frisch geriebene Muskatnuss, eine Prise gemahlener Koriander, 30 Gramm frisch geriebene Parmesankäse für die Arbeitsfläche, Mehl, braucht etwas Zeit, pro Person etwa 1800 Kilojoule durch 430 Kilokalorien, 21 Gramm Eiweiß, 21 Gramm Fett, 39 Gramm Kohlenhydrate, 10 Gramm Ballaststoffe, Vorbereitungszeit einschließlich Ruhezeit. 21 zweitel Stunden Garzeit, 10 Minuten DAS Roggenmehl mit Salz in Eiern, 1 Esslöffel Öl und zunächst 2 Eigelben verkneten. Wenn der Teig bröckelig, also zu fest ist, nacheinander die restlichen Eigelbe darunter kneten. Ist er dagegen klebrig, noch Mehl dazugeben. Den Teig in Folie gewickelt, bei Zimmertemperatur 30 Minuten ruhen lassen, dann auf einer bemehlten Arbeitsfläche dünn ausrollen und weitere 30 Minuten trocknen lassen. Die Teigplatten in breite Nudeln teilen. Die Nudeln auf Küchentüchern ausgebreitet noch einmal eine Stunde trocknen lassen, damit sie beim Garen kernig bleiben. Inzwischen den Spinat wälzen und waschen. Die Zwiebel und den Knoblauch schälen und hacken. Für die Nudeln reichlich Wasser mit Salz zum Kochen bringen, währenddessen das restliche Öl in einem weiten Topf erhitzen. Die Zwiebel und den Knoblauch darin bei mittlerer Hitze glasig braten. Den Spinat dazugeben, die Sojamilch und die Sahne dazu gießen und den Spinat unter ständigem Rühren nur zusammenfallen lassen. Mit Pfeffer, Muskatnuss und dem Koriander würzen. Den Parmesankäse darunter mischen. Die Nudeln einmal aufkochen und 1 Minute garen. Die Nudeln abgießen und mit dem Spinat vermischen. Gerstennudeln mit Nüssen im Bild rechts. Zutaten für 4 Personen: 150 Gramm Gerstenvollkornmehl, 50 Gramm Weizenvollkornmehl, Vollmeersalz, 3 Eier, 1 Essel. Kaltgepresstes Weizenkeimöl, 2 bis 3 Eigelbe, 2 Knoblauchzehen, 2 Bund Basilikum, 1 rote Pfefferschote, 4 Essel. Kaltgepresstes Olivenöl, 50 Gramm gehackte Walnusskerne, braucht etwas Zeit, pro Person etwa 2200 Kilojoule durch 520 Kilokalorien, 15 Gramm Eiweiß, 35 Gramm Fett, 40 Gramm Kohlenhydrate, 3 Gramm Ballaststoffe, Vorbereitungszeit einschließlich Ruhezeit, 21 zweitel Stunden Garzeit, 10 Minuten einen Teig wie links beschrieben mit den beiden Mehlsorten zubereiten und zu Nudeln verarbeiten. Die Knoblauchzehen schälen und hacken. Das Basilikumwaschen trocken tupfen und zerkleinern. Die Pfefferschote von den Kernen befreien. Das Olivenöl in eine Pfanne heiß werden lassen. Die Pfefferschote darin 5 Minuten rösten, herausnehmen und wegwerfen. Die Pfanne von der Kochstelle ziehen, den Knoblauch, das Basilikum und die Nüsse im Öl erhitzen. Die Nudeln garen und mit dem Basilikumöl vermischt anrichten. Zutaten für 6 Personen, 1 Rinder- oder 2 Lammbeinscheiben, Klammer auf etwa 500 Gramm, Klammer zu, 4 Suppenknochen, etwa 11-21 Wasser, 1 Möhre, 1 Zwiebel, 1 Lorbeerblatt, 5 weiße Pfefferkörner, 2 Gewürznelken, 3 Wacholderbeeren, Vollmeersalz, 600 Gramm vorwiegend festkochende Kartoffeln, 1 Sellerieknolle mit Grün, Klammer auf etwa 900 Gramm, Klammer zu, 1 vollreife Fleischtomate, Klammer auf etwa 250 Gramm, Klammer zu, braucht etwas Zeit, pro Person etwa 1000 k 40 Kilokalorien, 19 Gramm Eiweiß, 5 Gramm Fett, 31 Gramm Kohlenhydrate, 6 Gramm Ballaststoffe, Zubereitungszeit, 23 Viertelstunden Nasfleisch und die Knochen V in einen großen Topf legen, mit etwa 13 Viertel I Wasser übergießen und zugedeckt bis knapp unter den Siedepunkt 70 erhitzen, in der Brühe steigen dann kleine Bläschen auf, an der Oberfläche bildet sich grau, eher Schaum, die Temperatur zurückschalten, das Fleisch und die Knochen, zugedeckt bei schwacher Hitze 11 Zweitelstunden sieden lassen. Dabei soll sich die Oberfläche der Brühe nur ab und zu etwas kräuseln. Wenn die Brühe sprudelnd kocht, ist die Hitze zu groß. In diesem Fall etwas kaltes Wasser nachgießen und die Temperatur herunterschalten. Die Möhre und die Zwiebel schälen. Mit dem Lorbeerblatt, den Pfefferkörnern, den Gewürznelken und den Wacholderbeeren zum Fleisch geben. Die Brühe mit Salz würzen und zugedeckt 1 weitere Stunde sieden lassen. Wenn Sie Lammbeinscheiben verwenden, werden diese gleich mit der Möhre, der Zwiebel und den Gewürzen zum Sieden gebracht und nur 30 Minuten gegart.
Inzwischen die Kartoffeln schälen, waschen und kleinwürfeln. Vom Sellerie das Grün abschneiden und die jungen zarten Blätter beiseite legen. Die Sellerieknolle vierteln schälen, waschen und in Bleistift dicke Stifte schneiden. Das Fleisch aus der Brühe nehmen, vom Knochen lösen und in kleine Stücke schneiden. Die Brühe durch ein Sieb gießen, die Knochen, die Möhre, die Zwiebel und die Gewürze wegwerfen. Die Brühe aufkochen, die Kartoffeln und das Fleisch hineingeben und 10 Minuten garen. Den Sellerie hinzufügen und alles weitere 4 bis 5 Minuten garen. Das Selleriegrün waschen, trocken schwenken und grob hacken. Die Tomate mit kochendem Wasser überbrühen, häuten und sehr klein würfeln, dabei den Stielansatz und die Kerne entfernen. Die Suppe auf Teller verteilen und mit dem Selleriegrün und den Tomatenwürfeln bestreut servieren. Info für Vegetarier, statt der Fleischbrühe eine Gemüsebrühe, Klammer auf Rezeptseite 18, Klammer zu, kochen, Klammer auf Instant-Gemüsebrühe schmeckt für diese feine Suppe zu kräftig, Klammer zu. Als zusätzliche Einlage Grießklößchen, Klammer auf Rezept Leipziger allerlei Seite 142, Klammer zu, oder Tofuklößchen, Klammer auf Rezept Seite 140, Klammer zu, verwenden. Übrigens ist es wichtig, dass Sie Selleriegrün und Tomaten wirklich erst zum Schluss auf die Suppe geben und nicht mitgaren, denn ein Grundsatz der Vollwertküche ist ja, dass man Gekochtes mit Rohem kombinieren sollte. Zutaten für 4 Personen, 10 Gramm, getrocknete Spitzmorcheln, 1 Viertel Wasser, 250 Gramm grüner Spargel, 4 Frühlingszwiebeln, 200 Gramm Wurzelspinat, 1 doppeltes Hühnerbrüstchen, Klammer auf etwa 220 Gramm, Klammer zu, 3 41stel Gemüsebrühe, 100 Gramm Vollkornnudeln, 1/2 Essel, Butter 2 Est. Zitronensaft 2 Möhren, Klammer auf etwa 200 Gramm, Klammer zu, Vollmeersalz raffiniert pro Person etwa 1000 Kilojoule durch 240 Kilokalorien, 20 Gramm Eiweiß, 5 Gramm Fett, 30 Gramm Kohlenhydrate, 11 Gramm Ballaststoffe, Quellzeit, 6 Stunden Zubereitungszeit, 40 Minuten, Ehemorcheln 6 Stunden in Wasser einweichen, dann herausnehmen, kalt abspülen und abtropfen lassen. Das Einweichwasser durch eine Kaffeefiltertüte geben. Den Spargel von eventuell holzigen Stellen befreien, waschen und in etwa 5 cm lange Stücke schneiden. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in Ringe teilen. Den Spinat verlesen und waschen. Die Hühnerbrust häuten, entbeinen und in etwa 1 cm breite Streifen schneiden. Die Gemüsebrühe zum Kochen bringen. Die Vollkornnudeln, den Spargel und die Morcheln, einschließlich dem Einweichwasser hinzugeben und bei starker Hitze etwa 5 Minuten kochen, bis die Nudeln bissfest sind. Ins Wieschen die Butter erhitzen, den Zitronensaft und die Hühnerbrust hinzugeben. Das Fleisch bei mittlerer Hitze unter ständigem Wenden etwa 2 Minuten garen. Das Fleisch, die Zwiebelringe und den Spinat in die Suppe geben und erhitzen. Die Möhren schälen und raspeln. Die Suppe eventuell mit Salz abschmecken, auf Teller verteilen und mit den Möhren bestreut servieren. Info für Vegetarier, das Fleisch weglassen und die Gemüsemenge verdoppeln. Erbsensuppe mit buntem Gemüse im Bild links. Zutaten für 6 Personen, 500 Gramm, geschälte grüne Trockenerbsen, 13 Viertel Wasser, 2 große Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 500 Gramm, gemischte Suppen, Gemüse wie Möhren, Petersilienwurzel, Sellerie und Lauch, 2 Zweige frischer Thymian, 2 Essel, Butter, 3 Würfel, Gemüsebrühe, 2 Pakete, tiefgefrorene Erbsen, Klammer auf 600 Gramm, Klammer zu, 1 Bund Petersilie, 250 Gramm Sahne, Vollmeersalz, Cayennepfeffer, braucht etwas Zeit pro Person etwa 2500 Kilojoule durch 600 Kilokalorien, 29 Gramm Eiweiß, 21 Gramm Fett, 73 Gramm Kohlenhydrate, 4 Gramm Ballaststoffe, Quellzeit, 8 Stunden Zubereitungszeit, 2 Stunden 72 min Trockenerbsen, 8 Stunden im Wasser einweichen. Dann mit dem Wasser zum Kochen bringen und zugedeckt 11 Zweitel Stunden bei schwacher Hitze kochen lassen. Die Garzeit hängt davon ab, wie alt die Erbsen sind. Sehr frische getrocknete Hülsenfrüchte sind schneller weich als ältere. Während die Erbsen garen, die Zwiebeln und den Knoblauch schälen und fein hacken. Das Suppengemüse putzen, waschen und klein würfeln. Den Thymian waschen und trocken tupfen, die Blättchen abstreifen.
die Butter in einem großen Topf zerlassen, die Zwiebeln, den Knoblauch und den Thymian, darin unterrühren, anbraten. Die gegarten Erbsen mit einem Kartoffelstampfer zerdrücken und erneut aufkochen. Die Gemüsebrühwürfel, die tiefgefrorenen Erbsen und das Suppengemüse hineingeben und zugedeckt bei schwacher Hitze 5 Minuten garen. Die Petersilie waschen, trocken schwenken und fein hacken. Die Sahne, die Zwiebeln, den Knoblauch und den Thymian in die Suppe rühren und noch einmal kurz erhitzen. Die Erbsensuppe mit Salz und Cayennepfeffer abschmecken und mit der Petersilie bestreut servieren. Lauchsuppe mit roten Linsen im Bild rechts. Zutaten für 4 Personen: 1 Bund Suppengrün, 1 kleine Zwiebel, 1 Essel. Kaltgepresstes Sojaöl, 100 Gramm rote Linsen, 3 Viertel I Gemüsebrühe, 1/81 Milch, 300 Gramm Lauch, 1 Stück, unbehandelte Zitronenschale, 2 Essel. Zitronensaft, 200 Gramm Creme fraiche Vollmeersalz, Cayennepfeffer, 1 Essel. Frische Estragonblättchen schnell pro Person etwa 1400 Kilojoule durch 330 Kilokalorien, 11 Gramm Eiweiß, 21 Gramm Fett, 25 Gramm Kohlenhydrate, 3 Gramm Ballaststoffe. Zubereitungszeit 25 Minuten. Nass Suppengrün putzen, LO waschen und fein zerkleinern. Die Zwiebel schälen und hacken. Das Öl in einem Topf erhitzen. Das Suppengrün, die Zwiebel und die Linsen, darin unterrühren, anbraten. Die Gemüsebrühe und die Milch hinzugießen, die Linsen einmal aufkochen und zugedeckt, bei schwacher Hitze etwa 10 Minuten garen. Inzwischen den geputzten, gewaschenen Lauch in dünne Ringe schneiden. Die Zitronenschale in feine Streifen schneiden. Diese Zutaten, den Zitronensaft und die Creme fraiche zu den Linsen geben. Die Suppe erneut aufkochen mit Salz und Cayennepfeffer, abschmecken und mit den Estragonblättchen bestreut anrichten.